Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der fünften Edition. Ist das nicht gespiegelt? Verdammt. Egal. Einmal mit Profis. Gut. Und heute mit dabei. Moment, ich muss ein bisschen scrollen. Feramin als Samantha Di Toriador. Hallo. Und der Kakko als Bruce, der Gangrel. Guten Abend. Und der Rerion als Ronan, der Tremere. Untypischste Tremere, wo gibt, habe ich mir sagen lassen. Und last but not least, Mondi als Scarlet, die La Sombra. Hallöchen. Wir spielen immer noch in der World of Darkness, spielen Vampire the Masquerade, habt ihr ja wahrscheinlich im Titel gelesen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch auf irgendwelche Sachen stoßen, also es könnte zumindest sein, die vielleicht nicht alle mögen oder so, oder die vielleicht nicht alle angenehm, vielleicht nicht für alle angenehm ist. Deswegen, wenn euch irgendwas begegnet in diesem Stream, was euch triggert, was euch irgendwie nicht gefällt oder euch irgendwie Unbehagen bereitet, dann bitte ausschalten. Bitte eigenverantwortlich zugucken. Und ja, so viel als Warnung vorweg. Und außerdem möchte ich noch sagen, dass wir natürlich ein Rollenspiel spielen. Das heißt, wir spielen alle unsere Charaktere und das bedeutet, dass die auch Dinge tun, die wir persönlich natürlich niemals machen würden, die auch nicht unsere Meinungen vertreten. Es ist halt wie bei einem Schauspieler eine Rolle, die wir verkörpern. Also hasst bitte die Charaktere, wenn ihr möchtet oder wenn ihr mögt, aber nicht die Spielerinnen und Spieler, weil die sind eigentlich ganz nett. Vertraut mir da ein bisschen. Ich hoffe doch zumindest, dass ich. Naja. Kacko vielleicht nicht. Aber sonst. Gut. Ja, und wir spielen auch immer noch im Jahre 2019. Und zwar in der Stadt ohne Namen. Die liegt an der Grenze zu Mexiko im Texas, also auf dem Staatsgebiet der USA. Und ja, diese Stadt ohne Namen hat nicht nur keinen Namen, was irgendwie keinen zu kümmern scheint. Sondern auch eine weitere Besonderheit, denn Vampire können diese Stadt nicht ohne weiteres verlassen. Ja, die Charaktere haben in den letzten Folgen gelernt, dass Vampire die Stadt verlassen können, allerdings unter einem, ja, einem ja, schweren Auflagen, wenn ich es mal so formulieren darf. Und ja, die Vampire hier, die vier, gehören nicht wirklich zu einem Klüngel, aber zu einer Gemeinschaft, die sich irgendwie auf die Fahne geschrieben hat, irgendwie aus der Stadt zu entkommen oder zumindest aufzuklären, was denn hier los ist. Denn es gehen verschiedene merkwürdige Dinge ab. Zum Beispiel der Prinz ist verschwunden, der ehemalige. Es wurde ein neuer Prinz gewählt, unter anderem durch die Stimmen der anwesenden Charaktere. Und der neue Prinz stellt sich als nicht so nett raus, obwohl er Samantha den Harpyienposten und Ronan den Sheriffposten gegeben hat. Außerdem scheint es einen Krieg zu geben zwischen der Camarilla und den Anarchen. Zumindest es liegt er auf dem Tablett. Dadurch, dass die Brucha-Primogen der Stadt angegriffen wurde und entführt wurde, oder zumindest nicht mehr da ist, und Augenzeugen berichten, dass es ja, Anarchen waren, die das gewesen sind. Ronan als Sheriff versucht das natürlich aufzuklären, aber es ist halt gar nicht so einfach, an Anarchen dranzukommen, weil die zeigen ihm einfach als Camarilla-Mitglied den Stinkefinger und sagen, verpiss dich, du. Keine Ahnung was. Ja, das ist der eine Krieg. Der andere Krieg, der herrscht so ein bisschen, da haben die Vampire jetzt noch nicht so viel von mitbekommen, aber wenn ihr auf diesem Kanal aufmerksam seid, dann wisst ihr, dass auch Hunter in der Gruppe, in einer Hunter-Gruppe, mindestens eine in der Stadt ist. Und ja, es gab früher mal eine Vereinbarung zwischen Vampiren und den Huntern, dass sie sich gegenseitig aus dem Weg gehen.
Der neue Prinz hat das aufgekündigt und somit haben die Hunter wieder Lust auf das Vampirjagen bekommen. Und ja, vielleicht begegnet man hier oder da den Huntern auch nochmal. Genau, das wäre der Zwei-Fronten-Krieg, der zwischen denen ihr da geratet. In einer Stadt, die ihr nicht verlassen könnt. Und ja, außerdem ist ja, eure gute Bekannte Jelly, die ist Dünnblut, Ronans Freundin, auch mit verschwunden, zusammen mit der Buha Primogen. Was Ronan deutlich zusetzt, wie man in den letzten Folgen sehen konnte. Der wirkt etwas aggressiver, als er sonst normalerweise ist, auch so etwas von der Rolle. Scarlett hat sich neu der Gruppe angeschlossen als La Sombra. Sie ist irgendwie lose verbunden, zumindest ihr Schicksal oder das Schicksal ihres Sires ist irgendwie lose verbunden mit dem von Samanthas Sire. Samantha hat da einen alten Brief entdeckt, den ihr Sire ihr hinterlassen hat. Und da stehen einige Informationen drin, von denen sie noch nicht alle geteilt hat. Wenn ihr Patreon seid, auf dem richtigen Level, könnt ihr das auf meinem Patreon-Account, könnt ihr den auch schon lesen. Und dann wisst ihr genauso viel wie Sam. Und und ja, Bruce hat irgendwie so ein bisschen Schiss, dass er und seine Sire irgendwie in das Visier von der zweiten Inquisition geraten könnten und hat sein Haus verlassen und ist umgezogen in ein Motel und hat sich eigentlich schwer vorgenommen, seine Sire nicht mehr aus den Augen zu lassen und sie zu beschützen. Als ob die das brauchen würde, aber gut. Ja, und beim letzten Mal hat er es aber ein bisschen aus den Augen lassen müssen, weil Anna ist seine Sire, das einzige Verbindungsglied ist zwischen euch und den Anarchen und Ronan gesagt hat, es gibt auf jeden Fall Krieg, wenn Anna da nicht vermittelt oder nicht irgendjemanden heranschafft, mit dem man zumindest mal ein vernünftiges Wörtchen reden kann. Und deswegen ist Anna dann in die Wüste verschwunden, alleine, und wollte die Anarchen aufsuchen und ihnen die Dringlichkeit der Lage noch einmal etwas verdeutlichen. Und wir hatten beim letzten Mal geschlossen, als dass ihr da in diesem Auto gemeinsam saßt und Anna als Wolf in die Wüste abrennen sehen. Und heute würde ich ganz gerne starten einfach mal mit einem Rouse-Test zum Aufwachen, weil wir gehen in den nächsten Tag und skippen den Rest des Abends. Damit wir heute direkt mal würfeln hier. Würfeln spielen. Pen and Paper Rollenspiele. Ohne Würfel geht hier gar nichts. Samantha. Erfolgreich, Ronan erfolgreich, Scarlett erfolgreich, so langweilig. Ha, Bruce nicht erfolgreich, Hunger steigt bei Bruce, sehr schön. So, und der nächste Tag sollte dann zeigen, dass einiges auf der Agenda steht bei euch. Scarlett hatte sich vorgenommen, nochmal unter vier Augen mit Sam zu sprechen. Das wollte sie eigentlich gestern schon, aber da war ja irgendwie volles Haus, als sie schon ankam. Vielleicht geht sie dieses Mal etwas früher rüber. Oder wie passt du sie ab? Nee, also das gleiche Spiel eigentlich wie gestern. Sobald ich wach bin, würde ich mich dann schon auf den Weg machen. Und klar, quasi die erste gleich in den Club rein. Immer diese Frühaufsteher. Ekelhaft. Ja, dann ist was bei Sam, also stehen mal wieder irgendwelche Leute mitten im Club. Es ist ja immer noch eine Baustelle, weil dieser Club, in dem sie da haust, noch nicht ganz fertiggestellt ist. Die privaten Räumlichkeiten und der Keller, in dem Ronan untergebracht ist, den gibt's schon. Ja. Aber so eigentlich ist es noch eine relativ große Baustelle, ja. Genau, nee, dann würde ich in den Club reingehen und mich mal umschauen, ob ich jemanden finde, der mir vielleicht auch sagen kann, wo ich Sam finde. Du warst schon oben im Büro. Nee, gut, dann gehe ich da direkt. Unten ist Baustelle, ich schätze mal, abends sind keine Bauarbeiter mehr da.
Das heißt aber, es geht eine Treppe hoch zum Büro und Privaträume und so. Mhm. Nee, dann gehe ich die Treppe hoch und klopf an. Ja? Guten Abend, Sam. Ich bin's. Ah, hallo. Kann ich reinkommen oder ist gerade ungünstig? Ich will gleich los, aber ja, komm rein. Ich komme rein, schließe die Tür hinter mir und kann ich Platz nehmen oder? Ja. Gut, dann würde ich mich hinsetzen. Was führt dich her? Nun ist vielleicht eine etwas. Du bist alleine, oder? Ja, ich bin alleine. Also ich habe niemanden mitgebracht. Ich denke, es ist auch gut, wenn wir mal unter vier Augen sprechen. Mir haben sich ein paar Fragen gestellt nach dem Gespräch gestern. Und die wichtigste wäre, woher weißt du, dass mein Sire unschuldig ist? Warte mal eine Sekunde. Ich würde nochmal zur Tür gehen, aufmachen und lauschen, ob ich irgendwas von Ronan höre. Tja, mach mal Wits Awareness. Und dann kann Ronan sagen, ob sie was hört. Je nachdem. Also Ronan darf dann die Ergebnisse interpretieren. Ja, 4 Erfolge. Vielleicht unten, ganz unten, so ein leichtes Grummeln und so ein Fluchen auf Gälisch, aber mehr auch nicht. Okay, Tür dazu. Manchmal ist er einfach ein bisschen zu neugierig. Oh, natürlich. Kann ich verstehen, dass du da auf Nummer sicher gehen willst. Ich weiß das, weil ich weiß, wer es tatsächlich war. Du siehst, wie ihr Gesicht so einen kurzen Moment einfriert. Verrätst du mir wer? Ja, Andrew. Andrew. Der Toreador vom Elysium? Ja. Aber wie hängt das zusammen? Was hat er mit Veronica und vor allem, was hat er mit Alexander zu tun? Ich meine, ich weiß, dass die beiden irgendwie Kontakt hatten, aber das war nur ein paar Mal. Also. So wie es aussieht, hat Alexander ihm Infos über den Abyss gegeben. Warum hätte er das tun sollen? Andrew könnte sehr charismatisch sein. Ja gut, aber Alexander hat mich des Öfteren davor gewarnt, zu freizügig mit diesen Informationen zu sein. Sie seien zu gefährlich. Ja, wahrscheinlich, weil er es auf die fiese Tour lernen musste. Aber Moment. Das heißt, mein Sire wurde wegen Andrew, deinem Sire, zum Tode verurteilt. Ja. Und dass es Alexander getroffen hat, lag wahrscheinlich daran, dass Frank da auch seine Finger mit im Spiel hatte. Und er wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass Veronica sich nicht mehr erinnern konnte, wer sie tatsächlich angegriffen hat oder ihre Erinnerung manipuliert hat. Ich weiß nicht, was Frank mit deinem Sire zu tun hatte, ob die irgendwie in Streit miteinander lagen, warum er ausgerechnet das auf ihn gelenkt hat oder ob er es komplett gelöscht hat und das nur vielleicht Veronica kurz vorher noch mit Alexander zu tun hat und deshalb das vermischt hat oder... So gut kannte ich mich dann auch nicht aus. Wie gesagt, wir haben uns größtenteils aus allem rausgehalten. Als La Sombra haben wir hier nicht einen besonders guten Stand, also... Ich glaube kaum, dass hier jemand eine großartige Motivation gebraucht hätte, um gegen uns vorzugehen. Im Endeffekt haben sie nur einen Sündenbock gebraucht.
wie gesagt, ich weiß nicht, ob es tatsächlich nur darum ging, einen Sündenbock zu finden oder ob die Aufmerksamkeit vielleicht absichtlich auf ihn gelenkt worden ist. Das kann ich dir nicht sagen. Scheiße. Aber ich meine, es hilft dir nichts, weil Andrew ist genauso, er ist weg. Aber ich habe gedacht, vielleicht du solltest es wenigstens wissen. Danke, dass du ehrlich warst. Das hätte nicht jeder getan. Nun, ich habe nichts zu verlieren, dir das zu sagen, weil ich meine, es ist ja nicht so, dass man Andrew zur Rechenschaft ziehen könnte, deswegen. Also. Meinst du? Er ist bereits. Du warst beim Elysium dabei. Mhm. Also. Nur mal eine kleine Gedankenspielerei. Ohne großartigen. Nehmen wir einfach mal an, es gäbe eine Möglichkeit, dass du noch einmal mit Andrew reden könntest. Ich glaube, ich möchte in die Richtung gar nicht weiterdenken. Vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, nur eine harmlose Gedankenspielerei. Ich weiß, dass andere schon ähnliche Gedanken verfolgt haben und es ist nicht gut ausgegangen. Es ist für keinen, der darin irgendwie involviert war, gut ausgegangen. Ich habe nicht vor, ihn zurückzuholen. Jedenfalls nicht so. So. Also, ich glaube nicht mal, dass das möglich ist, dass man jemanden körperlich zurückholen könnte, aber ich könnte mir vorstellen, Alexander hat des Öfteren Anspielungen gemacht, dass es wohl möglich ist, die Seele zurückzuholen. Aber ich habe mich nie weiter damit beschäftigt. Wie gesagt, Alexander war der Meinung, dass das zu gefährlich sei. Aber ich hätte ein paar Worte mit Andrew zu wechseln. Ich habe jemanden verloren, der mir verdammt wichtig war. Ich kann es dir nicht verbieten, das zu tun. Um Gottes Willen, nein, das würde ich nicht alleine machen. Bei allem Respekt. Es war dein Sire. Wenn, dann wird das ein Gemeinschaftsprojekt. Wenn du das nicht möchtest, akzeptiere ich das. Ich halte es nicht für gut. Vollkommen in Ordnung, dann akzeptiere ich das. Wie gesagt, nur eine harmlose Gedanke. Was würde es dir denn bringen? Also warum? Es bringt Alex auch nicht wieder zurück. Das ist richtig, aber es ist ein Funken Genugtuung. Die Schuldigen müssen bestraft werden. Das müssen sie, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist? Nein, ob. Andrew war schuldig, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob er tatsächlich, weißt du, ob er tatsächlich der Schuldige war oder ob er auch nur ein Rädchen in diesem ganzen Dreckspiel war, was in dieser Stadt abläuft. Du sagst, ja, seid hier eh nichts wert. Vielleicht kam es nur gerade recht. Vielleicht war es auch eine Lüge, dass vielleicht wusste Veronica genau, wer es gewesen ist. Aber es war ein guter Anlass, um Alexander loszuwerden. Das ist doch mein Gedankengang. Sagen wir so, es würde keinen Sinn machen, ihn seinen Namen in dieser Stadt frei zu sprechen, indem ich irgendwelche Beweise vorlege, weil sie es wahrscheinlich, es würde niemanden interessieren. Ja, vor allem wäre das wahrscheinlich auch, aha, ja, wir können ja Andrew dazu befragen, oh, so ein Pech aber auch. Eben. Aber wenn Andrew Veronica angegriffen hat, warum hat er das eigentlich gemacht? Was bringt ein Toreador dazu, einen Tremere anzugreifen? Und dazu noch einen so mächtigen. Asombra. Naja, aber Andrew ist es ja eigentlich gewesen. Ja, er hat aber deinen Sire angegriffen. Nein, Veronica hat angegriffen.
Sie war ihm auf der Schliche. Er hat sich bestimmtes Wissen beschafft. Und damit war sie nicht so ganz einverstanden. Beziehungsweise sie wollte jemand... Nun ja, sie sind einfach... Ja, dass er einfach zu viel Wissen einheimst. Und sich auf gefährliche Pfade begibt. Und das wollte sie ihm verbieten. Mhm. Und darüber sind sie in Streit geraten. Verstehe. Du weißt nicht genau, was er verfolgt hat, oder? Ich meine mit Informationen über den Abyss. Er hat versucht, einen Weg aus der Stadt herauszufinden. Und Verstehe. Er scheint sich auch für so Dinge wie Seelenwanderung und Wiedergeburt und sowas interessiert zu haben. Gut, dann kann ich verstehen, dass man ihm Einheit geboten hat. Aber er ist mit diesen Informationen davongekommen. Er hatte sie. Niemand hatte ihn ja im Endeffekt aufhalten können, dadurch, dass ja Alexander für ihn verurteilt wurde. Du warst ja Teil seines Klüngels. Hat er das jemals nachverfolgt? Hast du was mitbekommen? Entschuldige, wenn das zu persönlich ist, dann... Nein, das Problem ist, die Infos, die ich von Andrew bekommen habe, wenn ich sie überhaupt bekommen habe, sind sehr bruchstückhaft. Er wollte nicht darüber reden. Er konnte nicht darüber reden. John hat ihm regelmäßig das Gedächtnis gelöscht. Was etwas damit zu tun hat, was hier in der Stadt passiert ist, als er das erste Mal hier war. Damals, als er eben mit Alexander und so abhing. Verstehe. Gut, dann hoffen wir einfach mal, dass er keinen Fehler gemacht hat. Und jetzt kann er sein Wissen nicht mehr nutzen. Also ist alles gut. Falls er es nicht schon genutzt hat. Ich hebe so eine Augenbraue. Es ist einige Zeit seitdem vergangen. Vielleicht solltest du mal mit John sprechen. Stimmt, wenn er Andrews Erinnerungen gelöscht hat, er muss ja wissen, wonach er sucht. Beziehungsweise was er löschen muss. Vielleicht eine gute Idee. Das werde ich. Sonst noch etwas? Nein, das war's auch schon. Ich wollte dich auch gar nicht... Solange damit belästigen. Du weißt nur manchmal, wie das ist, wenn dir jetzt etwas auf der Seele brennt. Natürlich. Dann muss man drüber reden. Weil ich habe noch was zu erledigen und ich sollte das machen, bevor Ronan. Kann ich dir dabei helfen? Ich meine, du hast mir geholfen, du hast mir Informationen gegeben. Quid pro quo. Ich wollte an die Stadtgrenze fahren. Klar, warum nicht? Und was willst du da machen? Ich möchte eine Theorie ausprobieren. Okay. Ich wollte ohnehin mal testen, wie das funktioniert mit dem Nicht-Rauskommen, mit dem Verbrennen. Also, ich würde mich dir gerne anschließen. Gut, dann. Aber wir sollten wirklich aufpassen, dass uns Ronan nicht erwischt. Weil ich glaube, er wäre vielleicht damit nicht so ganz einverstanden. Jeder muss seine Erfahrungen sammeln. Also, was spricht dagegen? Ich denke mal, er hätte dafür sicher irgendwie einen guten Spruch parat und dann, wenn man nochmal nachhaken würde, würde irgendwas kommen von wegen, ich bin Ihre.
Die Ausrede für alles. Okay, verstehe. Die Universalausrede für alles bei ihm, ja. Nee. Warte mal, ich brauche nur noch die Autoschlüssel. Kleinen Moment. Gut. Und dann würde ich in der Schublade kramen und die Knarre einstecken, die Autoschlüssel einstecken. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal die Treppe runter auf dem Weg zum Auto. Jawohl. Kommt uns ein Ronin entgegen. Wenn ich die höre. With awareness. Ja, wie immer. Das kennen wir doch. Immer wenn das nicht mitkriegen soll, kriege ich das mit. Außerdem so neugierig ist der gar nicht. Vier Folge, Sam. Dann kann schon sein, dass er uns hört, auch wenn wir jetzt nicht übermäßig Krach machen. Aber wahrscheinlich hätte das Ohr schon wieder so halb aus dem Keller raushängen gehabt. Ladies. Ja, hi. Hi. Guckt so von einer zur anderen. Und ciao, ciao. Wir haben noch was vor. Wo wollt ihr denn hin? Kleinen Ausflug machen. Shoppen. Mädelskram. Nimmt einen tiefen Zug von der Zigarette. Ist klar. Scarlett Schätzchen, wir sollten uns mal unterhalten. Das definitiv, da fällt mir noch was ein. Ich wollte eigentlich auch mit dir reden. Das hat gestern aber auch nicht funktioniert. Hast du in ein paar Stunden Zeit? Weißt du, ich bin hier in dem Keller, habe ganz viele PCs und ich glaube, ich habe Counter-Strike erfolgreich installiert. Also. Woher? Ich bin ihre. Hast du mir nicht Predigten gehalten, von wegen Internet ist gefährlich und so weiter? Ist ein kleines lokales Netzwerk. Das macht dir ins Höschen. Oh, ich kenne einen ganz bestimmten Hunter, der sich darauf freut. Aber ein paar Stunden. Naja, dann könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich wollte sowieso jemanden besuchen und dann können wir uns ja in 2-3 Stunden oder so treffen. Mhm. Wieder hier bei dir im Keller mit Counter-Strike oder bei mir in der Bibliothek mit Büchern? Bibliothek. Bibliothek. Machen wir so. Ganz Scarlett ja dann direkt wieder in ihrer Bibliothek. Leicht enttäuschtes Gesicht, weil kein Counter-Strike. Weil ich jetzt Ronin eher so als Age of Empires-Spieler getippt hätte. Jeder hat irgendwelche Guilty Pleasures. Ja, dann machen wir uns doch auf den Weg zur Stadtgrenze. Ja. Und zwar würde ich dorthin fahren, wo ich damals mit dem Klüngel, die Straße, wo wir damals mit dem Klüngel in die Stadt rein sind. Weil ich da wahrscheinlich am besten abschätzen kann, wo das das Stadtschild ist, also die Stadtgrenze. Dass wir jetzt nicht aus Versehen drüber fahren. Scarlett hat ja ein Auto, kannst du fahren. Mhm. Da läuft auch gute Musik im Auto. Viel zu laut. Hey, Hörschaden kriegen ist nicht mehr, ne? Ist richtig. Vorteil. Also ja, die Mädels verschwinden. Wir schwenken einmal rüber zu Bruce, der alleine im Motel erwacht ist. Ein paar Mal auf und ab geht im Raum, aber ja. Also sie ist auch, das werde ich ja wahrscheinlich bemerkt haben, schon in der letzten Nacht, sie ist nicht zurückgekehrt.
Ne? Ja, dann, ja, wie du schon gesagt hast, würde auf jeden Fall auch so eine Kuhle in den Teppich oder in das Laminat laufen, je nachdem, was in diesem Motel da ausgelegt ist. Man kann schon die Bahn erkennen, wo Bruce so die ganze Zeit lang gelaufen ist. Der schaut dann so die nächste Stunde immer wieder so auf so eine Armbanduhr zurück. Und dann tippelt er mal so ein bisschen und irgendwann setze ich mich so in so einen Sessel. Ich kann ja auch nichts machen, ich bin doch wahnsinnig. Ich will mich mal umschauen, sind denn die Katzen immerhin da? Miau. Boogie, was mache ich denn bloß? Schaut er die Katze an. Miau. Ich kann euch auch nicht hier alleine lassen. Miau. Chat liegt gerade auf dem Rücken, auf dem... Auf dem Bett. So, solange der Abend ist, ist mir alles okay. Das Ding ist ja, wir haben ja keine Futter mitgenommen für die Katzen. Das ist natürlich das Problem. Du wirst auch Hunger haben, oder? Schau dann so in die Augen. Boogie? Rein hypothetisch. Wenn ich dich mitnehmen sollte, auf ein kleines Abenteuer, versprichst du, dass du bei mir bleibst? Wuselt so um deine Beine rum. Chat, wie sieht's bei dir aus? Du hast ja schon Reserven angelegt, gut. Dann... Ja, würde Bruce sich wieder so ein Hoodie anziehen? Er hat ja wahrscheinlich mittlerweile noch 2 Hoodies zur Auswahl. Aufgrund, also kein Schweiß und so, das, ne, muss er die auch nicht mehr waschen, die sehen immer genau gleich aus. Würde dann so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Bob der Streuner, der hat immer so einen kleinen Rucksack und oben auf seinen Schultern läuft immer so eine Katze herum, wenn er so mitläuft, wenn er so durch die Gegend läuft. Ansonsten für Katzenliebhaber sehr empfehlenswert. Würde ich sagen, na komm, Boogie. Dann werde ich diesen Film wohl, wenn er für Katzenliebhaber ist, nicht kennen. aber ist sehr schön. Ja, wie gesagt, da, das ist dann so ein bisschen, ne, das passt gerade ganz gut, weil dann würde er ihn theoretisch sogar mitnehmen, weil dann kann er auf ihn immer aufpassen und Chat ist ja eh nicht, also der hört ja nicht mal auf mich, das ist ja Annas Katze. Dann würde ich den halt erstmal mit auf die Schulter nehmen. Und ich meine, am Motel gab es ja auch einen Zugang zur Kanalisation. Dann würde ich nämlich darüber quasi wieder zu meiner alten Wohnung gehen, quasi den Weg zurück, den ich ja dann beim Umzug benutzt habe. Den sollte ich ja eventuell sogar noch kennen. Die Karte habe ich ja noch. Und ja, dann halt währenddessen ihn immer mal wieder laufen lassen, weil da sind ja überall Ratten und sowas. Dann kann er sich was quasi for Takeaway irgendwie mitnehmen. Dann würde ich mal gerne ja zur Wohnung gehen und mal gucken, ob meine Theorie denn stimmt. Oder ob das einfach nur Paranoia war und wir eigentlich wieder zurück können. Immer mal wieder, wenn ich merke, dass er dann zu weit weg ist, ihn dann wieder ne, zu mir rufen, ne, dass er dann wieder quasi hochkommt. Meine Schulter und dann wieder in der Nähe hatte ich ja schon mal einen Gullideckel draus gemacht, wo ich wieder hochkommen kann. Und dann, ja, meine Wohnung mal anschauen. Wobei Bruce halt eigentlich hofft, dass da eigentlich nichts dran ist und er wirklich nur paranoid war und so. Also, da hofft er halt quasi. Dann, wenn wir dann ne, kurz davor sind, hochzuklettern, würde ich ihn dann wirklich zu mir holen. Komm, und jetzt in den Rucksack. Ja, hüpft in den Rucksack. Ja, ich mache ihn dann so ein bisschen zu, aber nicht komplett, dass er ne, Luft ne, durch kann und so vernünftig. Und ja, dann kletter ich hoch und dann würde ich mir mal anschauen, in welchem Zustand meine Wohnung ist. Ja, Bruce fährt rüber zu seiner Wohnung. Das ist ja immer in diesem Vierer-Apartment-Komplex.
Und das Erste, was dir auffällt, wenn du dich der Wohnung näherst, zu Fuß nehme ich an, ja? Ja, wie gesagt, also ich würde halt dann wirklich durch die Kanalisation gehen und dann halt irgendwann in der Nähe dann wieder rauskommen. Ich glaube, da hatte ich auch schon mal einen ausgemacht, den ich mit Anna dann benutzt habe und ja, dann quasi der Rest natürlich zu Fuß. Ja. Das ist ein großer Transporter, der vor ja, an der Ecke hält. Okay. Ist das so einer dieser Transporter, den ich schon mal aufgebrochen gesehen habe? So. Nee, das waren ja eher so Kastenwagen. Das ist halt ein richtiger, so ein richtiger Laster. Okay, der fällt besonders auf, meinst du? Ja, das ist halt ein Laster, der da parkt. Das ist nicht so. Ich würde mir den mal angucken. Ist der komplett schwarz gehalten oder steht da irgendwas drauf? Nee, der ist in weiß. Und der hat irgendwie ein auswärtiges Nummernschild. Aus Sacramento. Sacramento, okay. Und da ist aber, der ist komplett weiß, meinst du? Mhm. Kann ich von der Position, wo ich gerade bin, schon meine Wohnung sehen, den Teil des Komplexes? Ja. Sehe ich denn da Leute? Nee. Okay, dann würde ich erstmal weitergehen zu meiner Wohnung. Würde halt natürlich immer die Augen und so offen halten, ne, wenn da jemand ist. Du ist ja nun mal leider aufgrund dieser ganzen Situation sehr paranoid geworden. Sehr, sehr. Mach mal Wits Awareness. Ich sehr gerne. Da. Zwei Folgen. Nein, zwei Erfolge. Dann fällt Bruce auf, dass in dem Apartmentkomplex neben seinem Licht brennt, was komisch ist, weil da ist es eigentlich leer. Okay. Ist da irgendwie ein Fenster offen? Oder generell irgendwie? Ja, die waren so halt sonst auch die Rollläden, also die Rollläden, aber diese Fensterklappen nennt man die. Ja, so. Die Fensterbretter oder was meinst du, diese? Ja, die sind, ne? Ja. Fensterladen, dankeschön. Hm? Ja, ich habe heute irgendwie Wortfindungsstörung. Fensterladen sind auch offen, die waren sonst immer geschlossen. Okay. Ja, dann würde ich, also, wenn der so auf dem Weg liegt zu meiner Wohnung, würde ich dann mal gucken, ob ich irgendwas hören kann oder so. Weil wenn da neue Nachbarn sind, das ist ja jetzt erstmal wieder. Das ist eine Bohrmaschine. Okay, aber keine Stimme oder sowas, irgendwie ist keine Familie oder so mit Kindern. Vielleicht reibt man Radio oder sowas, irgendwie Musik oder sowas. Mhm, okay. Ja, verdammte Paranoia, ey. Ja, ich würde mal gucken, ob ich da jemanden ausmachen kann irgendwie, weil da finde ich Bruce jetzt schon gerade interessant, also. Und dann mal vielleicht so ein bisschen drumherum gehen und mal gucken und dann versuchen halt möglichst unauffällig zu sein. Also wenn das so auf dem Weg liegt zu meiner Wohnung, mal so vielleicht einen kleinen Schwenker mehr zu machen. Durchs Fenster gucken. Ja, ja. Ja, also wenn ich jetzt das ist nicht so ja, mach mal, tatauffällig ist. Geschicklichkeit und Stealth. Nicht aufzufallen. Ich würde mal gerne Willenskraft. Das muss ich einen Rouse-Check machen, ne? Extra Würfel. Zu kriegen. Mhm. Ach, komm schon, Roll 20. Ja. Ja. Boah, cool. Kriege ich einen extra Würfel? Immerhin habe ich ein paar Punkte in Stealth. Hallo? Modifier. One. Ein Erfolg. Kannst einen wiederholen. Ja. Ich probiere den mal zu wiederholen. Wo ist denn nochmal genau? Willpower. Charakterbogen. Auf der ersten Seite, auf der Core-Seite, bei Willenskraft. Ganz. Ist Willpower Reroll. Ja, okay. Ein Würfel.
Ah, okay, okay. Gut. Ja, zwei Erfolge. Ja, dann schleicht sich Bruce mehr oder weniger so um das Haus herum. Und schaut so in dieses, ja, ist ja erleuchtet, ist ja nachts. Das heißt, wenn es drinnen erleuchtet ist, kann man gut reingucken. Du siehst halt einen Stapel Umzugskartons und eine junge Frau, die gerade mit einer Bohrmaschine wie ein Loch in die Wand bohrt. Okay. Da habe ich aber noch nie gesehen auch. Also wenn der aus Sacramento kommt. Dann okay. Der ist jetzt auch nichts. Das ist eine ganz normale Dame. Dann ne, dann würde sich Bruce wieder vorsichtig wegschleichen. Dann, keine ja. Hörner oder sowas. Ja, oder weiß ich nicht. Pferdefüße. Hm? Oder spricht mit Vögeln oder so. Ja. Gerade ja, bohrt sie ein Loch in die Wand. Also. Naja, dann ist ja okay, nee, dann würde er nicht weiter da irgendwie im Garten hocken oder vor dem Haus. Würde ich dann zu meiner Wohnung wieder gehen. Ja, dann ist das Erste, was dir auffällt, dass die Tür aufgebrochen ist. Ich wusste es, Scheiße! Moment, ich soll in meine Hände. Dann würde ich dann nochmal wirklich lauschen, ob dann jetzt nicht gerade noch jemand drin ist. Das Bohrmaschinengeräusch hat aufgehört. Okay. Ich, also das erkenne ich schon quasi, wenn ich so direkt vor der Tür stehe. Ja, die ist aufgeschossen worden, die Tür. Also das sieht man deutlich, dass sie aufgebrochen worden ist. What the... Ja, ich, muss nochmal würfeln. Nö, also das realisiert sie jetzt nicht wirklich, dass die da aufgehört hat. Und geht dann einfach in die Wohnung rein, so, was zum Teufel? Und dann... Ja, die ganze Wohnung ist verwüstet bis zum geht nicht mehr. Alles umgeschmissen, kaputt und der Fernseher ist mit Katzenfutter beschmiert. Ja. Warum? Ich stehe da und guck mir generell so dieses Chaos an, irgendwie so Couch wurde da rumgeworfen und so. Ich gehe mal ins Schlafzimmer, wie das da aussieht. Ja. Dein letztes Hemd aus dem Schrank fehlt. Warum? Und dann geht er nochmal raus, guckt sich den Fernseher an, weil er wusste, dass da noch Katzenfutter ist. Und dann, ach nein. Ja, ich guck mir irgendwie an, also ich habe ja alles für mich quasi erstmal Wichtige mitgenommen. Da ist jetzt aber nicht irgendwie so ein bisschen filmgeschärft noch irgendwie so eine Nachricht, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Wir sind ja auf der Spur, Monster, irgendwie sowas Blödes, ja. Alles durcheinander gemacht halt. Alle Schubladen rausgezogen, alle Schränke offen, alles rausgeräumt, alles so rumgeschmissen. Totale Verwüstung. Ach Mann. Er ist halt echt so ein bisschen betröppelt und steht da so. Na. Ja. Dann müssen wir wohl wieder zurück, Boogie. Was ein Haufen Arschlöcher. Ja, irgendwie so mit hängendem Kopf so. Nochmal Intelligenz und Entschlossenheit. Entschlossenheit ist... Mental, das oben. Ach, ist der Fuge, oder was? Nein, bei Mental. Ganz rechts. Das unterste. Steht bei mir Technology. Resolve. Resolve. Ach so, beide Attribute, okay. Sorry. Also, Resolve und with Intelligence. Bin total durch. Intelligence. Okay. Ui.
das ein Beast-Crit? Ja. Aber sowas von. Beast-Crit. Fünf Erfolge. Ja, in Bruces, in deinem Bauch fängt das Tier an zu rumoren. Und gräbt sich an die Oberfläche und man sieht Bruce kurz so ein bisschen vielleicht herumschnüffeln, die völlig verwahrloste, kaputtgemachte Wohnung betrachten. Und dann merkst du, dass das Tier deine Aufmerksamkeit auf die Küchenzeile legt mit der Schublade, die geöffnet ist, wo du die Visitenkarten von dir drin hattest. Die fehlen. Ja, er spannt sich wieder ein bisschen an, läuft auch etwas geduckter wirklich und streckt seinen Kopf heraus, ne, wie das ein Wolf quasi tun würde, der Witterung aufnimmt. Dauert einen Moment und dann richtet sich so sein Blick starr auf diese Zeile. Geht da schnell hin, zieht nochmal mehr auf. Erinnere ich mich daran, was ich da noch alles drin hatte? Ja, Visitenkarten halt, ne? Irgendwie die Visitenkarte von Panava, die Visitenkarten von deinem Taxiunternehmen. In der Bar. Der Auswahl wird noch ein bisschen länger brauchen, Boogie. Verdammt! Dann gehe ich aus dieser, ne, gehe ich aus meiner Wohnung raus. Ja, bevor du rausgehen kannst, irgendwie dieses große, nach dem verdammt dich irgendwie wieder so, bist du ja immer noch in dieser tierhaften gebückten halt, verdammt, dreht sich irgendwie rum und dann hörst du so ein Hallo? Kann ich wieder normal werden oder ist immer noch das Tier oben? The Beast Quilt, das Tier ist noch da. Was gibt's? Entschuldigung, ihre Tür ist kaputt. Das ist mir auch aufgefallen, ich bin gerade erst hier. Wie sieht's denn hier aus? Es wurde eingebrochen. Oh. Ist das die Dame, die ich gesehen habe? Ja. Wer sind Sie eigentlich? Sind Sie meine Nachbarin? Ja, ich bin gerade eingezogen. Wollte mich vorstellen, hab Geräusche gehört und dachte, oh, mein Nachbar ist da. Ja. Bin ich auch, aber... Das ist normal für die Gegend? Oh, das sieht ja fürchterlich aus. Na, ist nicht so eine gute Gegend. Müssen irgendwie Vandalen oder sowas gewesen sein oder... Was weiß ich, noch schlimmere Sachen. Ich habe keine Ahnung. Die haben ja alles geplättet. Ich meine, schauen Sie sich das mal an. Mein Name ist Sandra. Hi, ich bin Bruce. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, freut mich auch. Ich wünsche nur, es wäre unter schönen Umständen. Ihnen helfen gewesen. Beim Aufräumen? Ist irgendwas geklaut worden? Sollen wir die Polizei rufen? Mache ich gleich schon. Nein, nichts geklaut worden. Ich war sowieso gerade außer Haus. Ich wollte nur gucken, ob alles beim Rechten ist, weil ich was Zeit hatte und. Weiß ich nicht, müssen diese Jugendlichen gewesen sein. Irgendeine dieser Gangs, die hier rumlaufen. Das ist ja genau die Gegend. Ah, fuck. Einmal nicht in seiner Wohnung, passiert so eine Scheiße. Davon hat aber der Vermieter nichts gesagt, dass hier Gangs sind. Natürlich nicht. Ist doch ein cleverer Vermieter. Sie seufzt. Entschuldigung, das ist unhöflich. Ich freue mich auf jeden Fall, Sie kennenzulernen. Wenn ich fragen darf, was zieht Sie denn hierher? Ich hatte einen Buchladen in Sacramento und ja, das lief nicht so gut. Jetzt hier in der Bibliothek eine Anstellung gefunden. Ach, Sie meinen, welche Straße war das nochmal? Bruce wird Sie kennen. Ich muss die Karte noch gerade eben aufmachen. Sache dann die Straßenecke, die große Buchhandlung und die Bibliothek, die da angeschlossen ist. Ja, genau. War ich zwar noch nicht persönlich da, aber ich hatte so ein Online-Bewerbungsding gemacht.
Okay. Ja, ganz nett. Ich war da nur ab und zu mal, wenn man noch etwas braucht, irgendwie, weiß ich nicht. Weißt du, dass es einen Neuanbau hat mit so einer Glasfassade? Und einen, ja, so einen alten Teil. Mhm. Ja, der der sich eigentlich... Historisch, glaube ich. Ja, ich war da noch nie drin, ich war nur im Glasbau bisher, weil der nett und offen ist. Ich habe nur mal von Kindern hier aufgeschnappt, die hier rumlaufen. Also wirklich Kinder, nicht diesen vermaledeiten Jugendlichen. Dass da, die erzählen sich Gruselgeschichten darüber, aber keine Ahnung, Kinder. Ach, kommen Sie, ich helfe Ihnen ein bisschen mit der Couch hier und lass das so ein bisschen wieder. Das kann ja nicht hier so stehen bleiben. Ja, eigentlich muss ich auch wieder los. Aber vielen Dank. Okay. Ja, dann würde ich so. Dann heben Sie mal eben mit der Couch. Sandra? Sandra. Okay. Sandra Day. Ja. Hi. Also sie würde auch merken, dass Herr Bruce so ein bisschen schon unter Strom ist. Gerade weil ja das Tier dann noch ist und das. Man merkt auch dieses Pochen bei ihm so. Und ich will er los, aber ja, dann würde er halt so provisorisch einmal so die Couch halt aufstellen und genau, wenn der Fernseher auch umgeworfen wurde, den halt die Überreste halt quasi, also nachdem, wenn der kaputt ist, dann halt auch wegschmeißen gehen. Ich werde das wohl echt der Polizei melden müssen, scheiße. Vor allem, das ist richtig aufgeschossen worden. Ich meine, haben Sie die Löcher da gesehen, ey? Wenn die Kids schon solche Knacken kommen. Verdammt. Ich glaube, ich muss meine Tür dann wohl auch mal verstärken. Ja. Wenn Sie das Geld dafür haben, würde ich das empfehlen. Nee. Ich habe leider nicht das Geld dafür. Naja. Ich leider auch nicht. Oh. Der Umzug war ziemlich teuer. Oh ja. Oh ja. Wenn aber wir ich verdiene ja jetzt hoffentlich ein bisschen Geld. Also. Ja. Hoffe ich auch mal irgendwann. Ich hoffe, ich muss keine Nachtschichten machen. Noch. Keine Nachtschichten. Och. Es ist eigentlich okay, ist ja nicht so eine große Stadt. Gibt nicht viele Clubs. Also man kennt irgendwann die Pappenheimer hier. Aber naja. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Aufräumen helfen. Ich zum Glück kenne ich jemanden bei der Polizei. Ich werde das mal melden. Vielleicht können Sie sich revanchieren und mir ein paar Kartons rübertragen. Ach, er ist ein guter Mensch. Ja, klar. Gut. Ja, ich mach dann trotzdem mal provisorisch die Tür zu. Oder so. Clear, vielleicht noch so. Das angefällt. Kannst du Gaffer-Tape drüber kleben oder so? Ah, Gaffer werde ich dabei haben, auf jeden Fall. Dann mache ich auch so ein X quasi noch über die Tür so. Schreibst du noch so Police drauf? Nee, das nicht. Tatort. Das ist ein Crime. Ja, dann würde ich ihr dann noch helfen. Sie hatten sehr schwere Umzugskartons mit dutzenden Büchern drin, also richtig vollgeladen, also richtig schwer mit Büchern. Ich sag das mal, aber mit Stärke 4 werde ich die wahrscheinlich noch heben können. Mir kein Abbrechen dabei. Hoffe ich mal. Ja. Was haben Sie denn da drin? Bücher. Merkt man. Danke. Hätte auch so, dass das Tier sich auch gerade anstrengen muss. Und dann lässt er so. Ich arme nicht. Wobei, wenn ich mit der... Nee, ich würfel jetzt nicht. Roger, die hasst mich ja eher. Deswegen lasse ich das mal lieber. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, ich würde dann meine Atmung aktivieren, dann bin ich... Ach komm. Was soll der Geiz? Das würde Bruce halt in dem Moment machen. Das ist natürlich nicht so clever, aber versuchen wir es mal. Ich würde mal einen Rouse-Check machen, also Blush of Life. Dann bin ich halt, während ich da bin, halt auch, dass man das authentisch ist, die Atmung aktiviere. Ja. Und darf den ja zum Glück zweimal werfen, wenn der erste nicht gelingt. So wie der zum Beispiel. Mhm. Ah, hast du Glück. Ja, gelingt. Ja, dann soll man da 10 wieder. Ja, dann. Haben Sie nur so fette Folianten oder was? Oder die ganzen... Das leichte Zeug habe ich selber getragen. Ah, ich verstehe. Eine Kiste ist noch drin, wenn Sie. Ja, komm.
Das werde ich wohl schaffen. Klar. Dann guckt er sich mal die Kiste an. Wenn das wieder so ein Brecher ist, dann... Ja. Aber ich werde die dann trotzdem ja, natürlich dann noch reinbringen. Also mal abgesehen von dieser ganzen Gang-Sache scheint ja die Nachbarschaft zumindest in Ordnung zu sein. Ja, man hilft sich, wo man kann. Oh, haben Sie vielleicht ein Wasser für mich? Oh, klar. Geht zum Wasserhahn. Danke. Ich weiß ja nicht, wie das Blush of Life nur eine Sache aktiviert, also die Armen oder auch so generell Stoffwechsel. Lebensfunktion, ja. Ah, genau, da wird er wahrscheinlich ein bisschen schwitzen, so. Trink dann einmal. Ja. Trink dann das Wasser aus. Oh, vielen Dank. So, und ich werde mich jetzt aufmachen. Aber vielen Dank fürs Aufräumen nochmal. Kein Problem. Falls sie ihre Küche oder sowas kaputt ist, ich kann auch gern was machen. Alles gut, alles gut. Das passt schon, das kriege ich schon hin. Aber ich werde mich melden, danke. Sie sollten jetzt echt zur Polizei gehen. Ja, ich hab's eilig. Ja, und dann düse ich ab. Okay. Wir schwenken zu Ronan, der ja, wegfährt. Jemanden treffen will. Wen denn? Eigentlich das, was er vermeiden wollte, aber wo sich jetzt so langsam anbahnt, da mal auf Konfrontationskurs ein bisschen zu gehen. Mhm. Mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ronan fährt in die Kirche. Mhm. Um genau zu sein, möchte er sein geliebtes Primogen treffen. Yay. Ja, kommst abends in die Kirche, die Kirchentore sind immer offen. Es brennen so ein paar Andenkkerzen. Das ist eine katholische Kirche. Also Ron, so geht die Stufen hoch. Überlegt kurz, schaut auf die Zigarette, seufzt und macht die Zigarette aus. Geht dann in die Kirche, bekreuzigt sich auf den Stufen. Widersteht dem Drang, seinen Finger in das Becken zu tauchen. Immerhin eine Kirche. Es wird auch ein paar Augenblicke dann da stehen und so ein bisschen versuchen, das Gefühl von Ruhe in sich wieder reinzubringen, was Kirchen normalerweise auf ihn haben. Was diese Kirche auch hätte, theoretisch, so wenn er nicht wüsste, dass hier ein Vampir drin hockt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Ja, der Kirchraum ist leer. Dann würde er tatsächlich eine Kerze anzünden. Mhm. Gut. Zündet eine Kerze an. Ja. Und dann? Oder mal gucken, ob er einen ihrer Diener sieht. Wie gesagt, ist leer, der Kirchraum. Okay. Da ja, kann ja sein, dass irgendwo mal sonst einer rumhuscht. War noch nie hier so richtig. Aber irgendwo geht es ja in die hinteren Bereiche. Also mhm. Staff only oder so. Also, oder personal only, sowas. Ja, in die Sakristei. Mhm. Da wird er dann mal die Tür aufmachen und mal so verschlossen. Den Kopf. Ah, okay. Du hörst Stimmen von drin. Da unterhalten sich zwei Frauen miteinander. Die eine Stimme kennst du, das ist die Stimme von deiner Primogen. Die andere ist dir unbekannt.
Heightened Senses. Mhm. Ja, du kriegst noch die letzten Gesprächsfetzen mit, die scheinen sich wohl irgendwie, ja, vielleicht war es ein Mini-Streit oder so, zumindest eine Meinungsverschiedenheit. Und dann hörst du doch die fremde Stimme irgendwie sagen, so, ja, dann kommen wir wohl nicht überein. Und dann empfehle ich mich für heute. Den Segen der Nacht. Und dann hörst du das Schloss klicken vor dir. Ich also Ronan lehnt dann da so ein bisschen an der Seite, so völlig nonchalant. Mhm. Ja, Tür geht auf und es kommt irgendwie eine Frau raus, sehr schlank, irgendwie wie aus einem 80er-Jahre-Film entsprungen. Die Dame aus dem Thumbnail, wenn du das gesehen hast. Mhm. Und schaut dich nur so kurz an. Gibt so eine Augenbraue. Miss? Schönen guten Abend. Und geht dann an dir vorbei. Mhm. Ja. Würde ich zur Tür huschen. Ja, die ist ja noch offen. Siehst halt drin vor so einer kleinen Anrichte Sabra stehen. Nicht Sabra stehen, die Veronica stehen. Ja. Das wäre jetzt unerwartet. Veronica steht. Ja, dann also Ronan schaut mal kurz auf sein Handy, stellt was ein und dann was denn noch? Oh. Schaust in das ziemlich zornige Gesicht von Veronica, das sich jetzt so ein bisschen aufhält, wo sie dich sieht. Oh. Das ist selten. Oh, welch seltener Besuch. Veronica. Ronan. Ist es gerade ungünstig? Nein. Komm rein. Mach die Tür zu. Ärger? Du deutest es auf die Tür hinter sich? Wohl kaum. Die Sachen, die Geschäfte sind etwas komplizierter, seit ich nicht mehr Seneschall bin. Ja, ich habe auch gelinde gesagt etwas viel zu tun. Hörte von der Flammenschrift. Wer nicht? Ich muss zugeben, es gab eine Unterredung, ob wir den Sheriff nicht absetzen. Aber natürlich gab es die. Ich hätte nichts anderes erwartet. Sagen wir so, ein Tremere an der richtigen Stelle schadet nicht in dieser Stadt. Ich hätte auch, ehrlich gesagt, schon fast damit gerechnet, nicht mehr aufzuwachen. Also. Wieso? Weil durchaus in der Stadt manchmal sehr konsequente Entscheidungen getroffen werden. Das ist nicht in jeder Stadt so. Diese Stadt ist anders. Das stimmt. Ich bin nicht in Funktion als Sheriff hier, sondern das beruhigt mich. Als ich habe mir einen kurzen Augenblick Sorgen gemacht. Und auch nicht als Gefahr oder so. Dann ist es ein einfacher Besuch bei Haus und Clan, ich verstehe. Ich brauche Wissen. Sozusagen. Wissen ist Macht. Wir alle brauchen das. Ne? Streben danach. Können wir irgendwo ungestört uns hinsetzen? Deutet auf einen Stuhl in der Ecke.
pragmatisch. Ich stehe lieber. Ronan setzt sich so dahin. Mit was kann ich dir denn helfen? Ich würde gerne mit einer direkten Frage beginnen, die ist vielleicht ein bisschen indiskret. Also doch, der Sheriff. Glaubst du, du bist in Gefahr? Nein. Warum sollte ich? Rigoroses Vorgehen. Viele wurden verärgert. Haben Angst. Wie meinst du das? Ich habe gehört, Clan Storiador macht sich ziemlich nass. Was bedeutet nass machen? Mit dem Regierungswechsel wurde mir so herangetragen, haben viele Angst bekommen um ihre Posten oder um das, was sie noch haben. Ah, daher weht der Wind. Und du willst jetzt als Sheriff des neuen oder eben nicht als Sheriff des neuen Prinzen dein Revier abstecken. Genau genommen möchte ich tatsächlich wissen als Mitglied von Haus und Clan Tremere, ob meiner Primogen Gefahr droht. Ich glaube nicht. Von wem sollte mir Gefahr drohen? Vom Prinzen? Von dir? Ich bin harmlos. Ich höre nur Dinge. Und stelle dazu Schlussfolgerungen an. Ja. Mittlerweile, ich glaube, unser allerliebster Prinz weiß, was er an mir hat. Mittlerweile, nachdem ich diese Sache mit der Flammenschrift klären konnte, Wie hast du das überhaupt gemacht? So ein kurzes Gefallen. Verstehe. Muss dich einiges gekostet haben. Tja, quid pro quo, wie es so schön heißt. Hm? Du sprichst schon wie diese La Sombra. Das liegt einfach daran, dass ich Latein kann. Aber mir sind viele Dinge zu Ohren gekommen und wenn jemand etwas über seltsame Dinge wissen könnte, dann Haus und Clan. Können wir vielleicht aufhören, um den heißen Brei herumzureden? Was willst du wissen? Ich habe die Kuppel gesehen, die über der Stadt ist. Erdbeben, rotes Leuchten in Form einer überdimensionalen Käseglocke. Und jetzt willst du wissen, wie das funktioniert. Seit dem Fall der Pyramide werden wir nicht mehr so eingehend unterrichtet, wie das früher der Fall war. Ein Drama. Ich weiß, dass teilweise solche Rituale angewendet worden sind, um Zufluchten zu schützen oder Gildehäuser. Dennoch im sehr, sehr viel kleineren Maßstab. Das sollte eigentlich nicht möglich sein, es sei denn, der Rat der Fünf hätte sowas selber gemacht. Wovon ich nicht ausgehe. Wieso nicht? Naja, es gibt mit Sicherheit interessantere Städte. Oder historisch bedeutendere Städte. Das auf jeden Fall.
Das bedeutet also, aber nicht, dass diese Stadt vielleicht nicht auch mal bedeutend wird. Oh, sie ist mit Sicherheit bedeutend. Besonders für Okkultisten, so wie es scheint. Mhm. Ich will wissen, ob du eine Ahnung hast, wie dieses Ding entstanden ist und vor allen Dingen warum. Ich fürchte, dieses Wissen hat unser geliebter Ex-Prinz mitgenommen, als er verschwunden ist. Hast du denn eine Vermutung? Ich denke, dieser Rumäne steckt irgendwie mit drin. Du meinst dein ehemaliger Lehrmeister? Oh. Er hätte nicht gedacht, dass du das so schnell rauskriegst. Er hat geflüstert. Nichts bleibt ewig verborgen. Besonders nicht auf beengtem Raum. Das ist der Fluch dieser Stadt. Ist der zufällig auch dein Sire? Nein. Mein Sire ist lange tot. Aber du weißt, dass Pranava die Stadt jederzeit verlassen kann. Ja. Hast du zufällig mal herausbekommen, wie? Leider ist das eine der Sachen, die er hütet wie seinen besten Schatz. Und ich kann es ihm nicht verdenken. Nicht mal Joe oder die anderen Nosferatu dringen in seine Privatgemächer ein oder kriegen irgendeinen Scheiß raus über ihn. Nicht, dass ich nicht versucht hätte, sie drauf anzusetzen. Hat mich viel gekostet, aber nichts. Ehrlich gesagt, hat sein Hintern ist rein wie ein Babypopo. Am Arsch. Ehrlich gesagt, hatte ich Plenava für den gefährlichsten Kaniten in dieser Stadt. Du unterschätzt unseren Prinzen. Und mich. Und Joe. Jeder ist auf seine Art gefährlich. Und Frank. Und eigentlich alle anderen auch. Aber jemand, der die Stadt verlassen kann, hat Vorteile. Oder Nachteile, wenn er nicht zu dieser Stadt gehört. Trotzdem kann er bislang schalten und walten, wie er lustig ist. Ich habe ihm das Gastrecht ausgesprochen damals. Weißt du, was mit dem Prinzen passiert ist? Oder hast du eine Ahnung? Ist gegangen, vermute ich. Also normalerweise als Prinz einer Domäne nimmt man sich vielleicht mal eine Auszeit, legt sich in Starre. Aber verschwinden ist eigentlich kein Punkt der Agenda. Edo war alt, Ronen. Oh ja, ich weiß. Alt und dumm. Einflätig vielleicht. Ne, vielleicht ist dumm das falsche Wort. Einflätig trifft es besser. Zumindest hat er die Stadt Ventru freigehalten. Hm? Ja, sein Hass auf diese Ventru ist legendär. Das stimmt. Außer unser geliebter Prinz. Richtig. Was mir sagt, dass da irgendwas gelaufen ist. Mhm. Wie sehr hat Edo dich als Seneschall in seine Entscheidung eingebunden?
Ich würde gern behaupten, umfänglich, aber ich vermute, ich wusste nicht alles. Ich wurde genauso überrascht, dass er verschwunden ist, wie alle anderen hier auch. Das heißt, er hat wohl doch Dinge von mir geheim gehalten. Hast du eine Ahnung, warum er Sabra geduldet hat? Nein. Aber sie hat es auch gut verstanden, ihr sich nicht voraufzudrängen und ihren Kopf unten zu halten. Relativ untypisch für einen Bentru. In der Tat. Eine Sache brennt mir tatsächlich sehr unter den Nägeln. Der Deal mit der Inquisition. Das war ein Fehler. Das sagt irgendwie jetzt jeder, aber trotzdem ist es dazu gekommen. Ich meine das Aufkündigen des Deals, nicht dem Deal an sich. Das war eine der genialsten Ideen, die Edo jemals hatte. Auch wenn der Preis hoch war. Da komme ich noch nicht so ganz mit klar. Was hatte Preis? Was hatte die zweite Inquisition in der Hand, dass man einen Deal mit ihr gemacht hat? Ging es nur um Selbstschutz oder hatten sie etwas wirklich Wichtiges in der Hand gegen uns? Wollten sie eine Bombe fallen lassen? Sie haben in dieser Stadt mehr Vorteile als irgendwo anders. Wir können ihnen nicht ausweichen. Wenn es hier einen offenen Krieg gibt mit der zweiten Inquisition, sind wir nun sehr im Nachteil. Wir haben einen halben Tag, in dem wir kämpfen, sie einen vollen. Und wir können nicht weg. Aber dass sie sich überhaupt auf einen Deal eingelassen haben, sie müssen sich ja Edos Verhandlungsgeschick zuzuschreiben. Aber warum Anna? Eigentlich sollte es nicht Anna sein. Eigentlich sollte es Joes Kind sein. Aber? Sie verschwand. Sie verschwand? Ja, kurz vor der Losung. Die Losung war getürkt, sodass Joes Kind rauskommen sollte. Also scheint sie davon das Spitz bekommen zu haben. Und weil es fehlte, wurde es richtig gelost und die Wahl fiel auf Anna. Waren alle an der Wahl, also mit der Wahl einverstanden oder wurde das über den Köpfen der Leute hinweg dann einfach bestimmt, dieses Losziehen? Jeder war im Losverfahren involviert. Wir Primogenen hatten natürlich Sorge, dass es uns treffen könnte, deswegen haben wir die, wie gesagt, Absprachen getroffen, dass es das Kind von Joe treffen soll. Das war ihm nicht recht, wie du vielleicht vermuten wirst. Ja, aber egal, wen es getroffen hätte, es wäre immer ein Kind von irgendwem gewesen. Tja, jetzt sieht er das vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht. Der aufsteigende Stern. Und das, was ich verhindern wollte, tritt jetzt trotzdem ein. Du hast bestimmt schon von dem Überfall gehört. Welcher Überfall? Das Primogen der Brucher wurde entführt. Ach der, ja. Und da die Anarchen auf stur schalten, tun sie das. Was nicht sehr überraschend ist, haben wir dort die zweite Inquisition und dort die Anarchen. Und wenn es Krieg gibt mit den Anarchen, was dann
irgendwann passieren wird, muss ich die zweite Inquisition nur zurücklehnen und warten, was übrig bleibt. Und das will ich verhindern. Mit allen Mitteln. Dann macht der Sheriff wirklich gut seine Arbeit anscheinend. Wenn man mir nicht immer Steine in den Weg legen würde. Warum dieser Unterton? Habe ich dir Steine in den Weg gelegt? Nein. Sag mal, wir wurden nachträglich einige Unterlagen überreicht. Alte Sachen von Joe und Aufarbeitung. Da ist eine Sache, wo es noch ein bisschen kribbelt. Andrew. Mhm. Was ist mit ihm? Auch er hat okkulte Studien betrieben. Weiß. Du schienst ihm auch eine große Hilfe zu sein. Bis zu einem gewissen Punkt. Ich teile nicht so gern Wissen, was gefährlich werden könnte. Für was hat er sich interessiert, beziehungsweise was wollte er genau von dir wissen? Zwei Dinge. Er wollte wissen, wie man aus der Stadt herauskommt. Und vor allen Dingen wollte er wissen, wie man verstorbene Seelen wieder in Körper band. Das ist aber nicht unser Gebiet. Eigentlich. Nicht zwingend. Mit Blutmagie lässt sich viel erreichen. Ja, und an manchen Dingen hatten die Sizilianer ihre Finger drin. Mein Spezialgebiet ist das Leben und das Unleben. Von daher war es vielleicht gar nicht schlecht, dass er sich an mich gewandt hat. Er hatte mehrere Berater. Oder Leute, an die er sich gewandt hat. Brenava, ja, Alexander, den Verräter. Malcolm. Das war mir neu. Banu Hakim, Sicht der Blutmagie. Verstehe. Wenn man das kombiniert. Du meinst, es ist ihm gelungen, eine Seele wieder in einen Körper zu bannen, aber welche? Oder hat er, etwas erschaffen, dass er wiederkommt? Ich weiß nicht. Das wäre eine Gefahr für uns alle, die wir ihn verurteilt haben. Ob er etwas... Also ich denke, dass er irgendwas getan hat, ja. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass die Erdbeben passieren, dass die Kuppel für mich sichtbar wird und dass die ganzen Ereignisse auf irgendwas zusteuern. Die Geschichte der Stadt ist mit in Blut geschrieben. Alle paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte kam es zu extremen Bluttaten in dieser Stadt. Ist mir bekannt. Und ich denke, wir steuern auf so etwas wieder zu. Und ich denke, dann passiert etwas. Und das etwas will ich nicht erleben. Da du den Stadt nicht verlassen kannst? Ich bin mir nicht so sicher, aber wenn er mit Alexander über den Abyss gesprochen hat, falls ihm Alexander überhaupt viel darüber erzählt hat, war immer der Meinung, dass es ein Fehler ist, La Sombra in der Stadt zu dulden. Das Einzige, was noch schlimmer wäre, wären Ekata. Tja, Vampire kommen ja fröhlich in die Stadt rein, nicht wahr?
Apropos, da fällt mir ein gutes Stichwort. Es ist vielleicht auch eine Sache für den Sheriff und gerade hinsichtlich dieses vielleicht anstehenden Krieges mit den Anarchen. Hast du dich jemals gefragt, warum sie auf einmal so viele sind? Naja. Sie müssen irgendwo herkommen. In der Tat. Ich hatte eben Besuch von einer alten Bekannten. Vielleicht hast du sie im Rausgehen noch gesehen. Miss 80's Comeback. Wenn sie recht hat mit dem, was sie gesagt hat, dann haben die Anarchen einen ziemlich fiesen Plan. Ist sie eine Informantin? Nein, sie gehört eigentlich zu uns, aber sie hat Augen und Ohren überall. Sie kann sehr unauffällig sein, wenn es drauf ankommt. Sollte ich wissen, wer das ist? Ihr Name ist, oder was? Ich weiß gern, welche Kaniten in der Stadt rumlaufen. Sarah heißt sie. Oh. Aha. Sarah G. Unser Clan? Nein. Clanlos. Vermutlich. Bin noch nicht dahinter gestiegen. Ah. Und was hat sie gesagt, planen die Anarchen? Sie vermehren sich. Du meinst, sie stellen eine Armee auf? Unkontrollierte Vermehrung. Aber wo? Das müsste doch in der Stadt auffallen. Das ist die Frage. Es sind auch schon einige aufgefallen. Die unkontrollierte Vermehrung hat dazu geführt, dass es Zwischenfälle gab. Ich glaube, das hast du nicht mitbekommen, als du deinen Kopf etwas in den Sand stecken musstest. Ich habe Joe angewiesen, sich darum zu kümmern, hat er auch gemacht. An der örtlichen Schule sind ein paar Teenager aufgefallen. Mit merkwürdigen Verhaltensmustern. Teenager. Mhm. Sie sind über ihre Freunde hergefallen. Hergefallen im Sinne von. Mhm. Und jetzt kommt's. Am Tag. Sie schaffen sich Dünnblütige? Unkontrollierte Vermehrung. Wenn jeder von ihnen darf und einige von ihnen schwach im Blut sind, ist das die Konsequenz. Hat sie eine ungefähre Schätzung? Vielleicht ein Dutzend. Zusätzlich zu denen, die ohnehin schon da sind. Mhm. Erdbeben, Bluttat, Dünnblüter. Es mag Zufälle geben, aber das ist ein bisschen viel Zufall. Gehenna. By the way, sag mal, interessiert sich Frank für okkulte Studien? Frank? Ja. Es ist schwer zu sagen, über was sich Frank interessiert. Ich vermeide am besten jedes Gespräch mit ihm, es ist mir zu anstrengend. Er war auch
einer der Kontaktpersonen von Andrew. Ist das so? Du kannst dir ja selber nachrechnen. Die Tremere, die La Sombra und die mit dem Blick hinter den Spiegel. Puh. Ich denke, dann hat Andrew das, den Tod aber auch doppelt und dreifach verdient, wenn er da wirklich was gemacht hat. Ich glaube, ich habe mal wieder ein bisschen mehr zu tun, als ich dachte. Ich habe hier zwei Adressen von anderen, von den Teenagern, die angefallen wurden. Ich würde vielleicht sicher gehen, dass sie nicht gewandelt wurden. Das ist, glaube ich, eher eine Sheriff-Aufgabe, als dass ich Joe nochmal einspannen muss. Jetzt, wo du dir wieder Zeit für die Gesellschaft hier nimmst. Mein Kopf sitzt noch, aber ich weiß nicht, wie lange das so ist. Mhm. Ah, dann sehe ich mir das mal an. Wir sind uns doch einig, dass die Dünnblüter alle weg müssen, wenn du welche dran triffst, nicht wahr? Vielleicht nehme ich einen, vielleicht würde ich einen für Studien behalten. Ich stimme ja nicht mit vielen mit Cybra überein, aber Dünnblüter müssen weg. Ich wüsste trotzdem gern, wie sie funktionieren. Vielleicht ist das das Wissen, was uns nicht zusteht. Aber heißt es nicht, kenne den Feind? Ich würde es gern vermeiden, dass es zum Feind wird. Verstehe. Ron steht auf. Macht schon mal so zwei, drei Schritte Richtung Tür. Eine Sache, die ich noch erfahren habe, spielt jetzt vermutlich keine Rolle mehr, aber Alexander war unschuldig damals. Sagt wer? Scarlett? Nein. Andrew war's. Das wüsste ich. Und Frank wurde involviert, dein Gedächtnis zu verändern. Das ist eine haltlose Anschuldigung. Hast du Beweise? Er lächelt. Wenn das wirklich wahr ist, habe ich vielleicht einen weiteren Auftrag für den Sheriff. Ich denke, du solltest dir das einfach mal überlegen und wenn du eins über mich gelernt haben solltest bislang, ich kann nicht lügen. Das schützt dich nicht vor Falschinformationen. Das ist richtig. Aber ich glaube, es gibt nur sehr wenige Kainiten, die es wagen würden, Hand an ein Primogen zu legen oder an den Seneschall. Und um jemand von deinem Kaliber das Gedächtnis zu beeinflussen, braucht es mindestens jemand, der ebenso mächtig ist. So einer existiert nicht in der Stadt. Denk einfach mal drüber nach. Nur über die Möglichkeit. Okay. Und vielleicht ist Frank mächtiger, als wir denken. Serienkiller sind immer die, die nett aussehen. Sie dreht sich um und schlägt dann mit der Faust auf diesen kleinen Anrichtenaltar, der da steht. Wird so richtig erschüttert, kurz. Wenn das wahr ist, habe ich jetzt Dinge zu tun. Gibt's noch was? Für Haus und Clan. Für Haus und Clan.
Bring mir Beweise, Ronan. Gut. Er deutet so eine kurze Verbeugung an und dann geht er raus. Kleines so aus der Mondes. Kirche. Dann aus der Kirche raus. Draußen zündet er sich eine Zigarette an. So. Turm schlägt Springer. Raus und klein. Jetzt muss Ronan sich den Mund mit Seife waschen. Ja. Mit seinem Hintergrund auf jeden Fall. Gut, dass es keiner weiß in der Stadt. Gut, ja. Schwenken wir wieder rüber zu den beiden Damen im Auto mit der lauten Metal-Musik. Was läuft diesmal? Oh, puh. Hier, random Metal-Song einfügen. Hauptsache, knallt ordentlich. Hier hat der Chat ja einen Vorschlag. Es ist sehr laut, Sam. Aber ja. Es ist auch nicht Sams Mucke, glaube ich. Ach, laute Mucke ist okay. Man muss ja auch mal was Neues ausprobieren. Richtig. Und Scarlett geht immer so ein bisschen ab nebenbei. Und das ist was man durchaus schätzen und bewundern kann. Highway to Hell wird vorgeschlagen. Oh ja. Vielleicht nicht so ganz unpassend, ja? Ja, ihr fahrt vorsichtig, dann nähert ihr euch der Stadtgrenze. Einem großen Stadtschild, das Jelly auch schon mal fotografiert hat mit so einem Handystick. Stellt dann das Auto an der Seite ab? Oder wie macht ihr das? Fahrt ihr einfach? Nein. Fahr mal rechts ran hier. Ich glaube, weiter sollten wir nicht fahren. Alles klar. Und ich fahre rechts ran. Mache den Motor aus und steige aus. Straße ist leer, unbefahren. Ich würde mich einmal so... So ein kleiner Strohbusch über die Straße. Tumbleweed. Genau. Sam guckt... Also, wir gucken jetzt gerade raus aus der Stadt, dann dreht sie sich wieder um, guckt zurück zur Stadt. Hier hat alles angefangen. Warst du schon mal hier? Also, an dem Ort meine ich? Naja, hier Stadt? Sind wir damals in die Stadt reingekommen. Ah, okay. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nie versucht, aus der Stadt rauszukommen. Also, ich sehe hier gerade mal eine neue Landschaft. Eine Wie neue alt bist Perspektive. Du eigentlich? Meinst du jetzt in, also offiziell oder in kainitischen Jahren? In welchem Jahr bist du geboren worden als Mensch? Das ist schon eine ganze Weile her. Machen wir es doch einfach. Ich bin ungefähr doppelt so alt, wie ich aussehe. Du bist hier in der Stadt geboren worden. Ja. Ich habe irgendwann aufgehört mit Zählen. Und wenn du deine Nächte nur in einer Bibliothek verbringst, irgendwann hörst du auf, Kerben ins Bücherregal zu ritzen. Besser wie Eselsohren in Bücher machen, oder? Ja. Ich habe da eine Freundin, ich kann ja sagen, wir haben Bücher nicht pfleglich behandelt. Oder ich hatte eine Freundin, sagen wir es vielleicht lieber so. Sagen wir es mal so, wenn man Bücher respektvoll behandelt, leben sie länger. Oder bleiben einem länger erhalten, wie man es auch immer ausdrücken möchte. Nun, aber... Das ist es jetzt also? Die Grenze? Mhm. Sieht irgendwie denkbar unepisch aus. Ich würde gerne mal Sensei Unseen anmachen. Oblivion Sight meinte ich. Einfach mal, um zu gucken, ob ich dann diese Barriere sehen kann. Mhm. Nein. Okay. Also dann würde Sam auch sehen, dass die Augen wieder so schwarz werden, während ich da versuche, wirklich mal was abzuscannen, so mit meinem Blick. Die Augen werden dann wieder klar. Das ist wirklich
gruselig, das zu sehen. Entschuldige, ich sehe es ja nicht selber. Aber ich kann nichts Unnatürliches erkennen. Ich denke, wenn man diese Barriere sehen könnte, dann, naja, dann hätte sie auch irgendwo ihren Zweck verfehlt, oder? Auch wieder wahr. Aber ich verstehe den Sinn nicht dahinter. Dieses ganze Prinzip, eigentlich sollte sich der Schutz nach außen richten, dass niemand Fremdes reinkommt. Warum etwas drin halten wie eine Mausefalle? Ja, aber das ist doch irgendwas sehr Altes und sehr Mächtiges unter uns, was dort gehalten werden muss. Und wir sind quasi nur Beifang, nennt man das, glaube ich, auf Fischkuttern. Ja, gut. Und vielleicht kommen deshalb auch immer wieder neue Vampire in die Stadt. Vielleicht werden wir irgendwie unbewusst davon angezogen. Das könnte sein. Es gibt ohnehin diese recht grausige Theorie, dass wir alle nur Marionetten für die ganz alten Kainiten sind. Gesteuert. Dass sie irgendwo in Starre liegen und wir nur ihr ganz persönliches Puppentheater hier aufführen, um sie zu bespaßen. Ich glaube, so etwas in Art hat auch Ronan mal erwähnt. Es sorgt dafür, dass sehr viele Kainiten unter einer Art Paranoia leiden, weil sie nie sicher sein können, ob das, was sie tun, wirklich ihr eigener Wille ist oder ob das vielleicht der Wille eines sehr, sehr alten Kainiten ist. Vorsinnflutliche Ahnen, Methusalems, wie man sie auch immer bezeichnen möchte. Du kennst dich wirklich verdammt gut aus damit, kann das sein? Sagen wir so. Du lebst in einer Bibliothek? Teils, teils. Sagen wir so, mein Erschaffer hat mir sehr viel erzählt, sehr viel Wissen weitergegeben. Zumindest in Bezug, wo er der Meinung war, dass es mich weiterbringt, aber auch nicht in Schwierigkeiten bringt. Das muss wirklich ein kluger Mann gewesen sein. Das war er. Es tut mir wirklich leid. Lässt sich nicht ändern. Aber es tut gut zu wissen, dass noch jemand davon überzeugt ist, dass er unschuldig ist oder war. Nun, Andrews Geist war in der Zeit, die wir verbracht haben, sehr oft verwirrt, aber ich glaube, als er diesen Brief geschrieben hat, war er ziemlich klar. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum er in dem Fall lügen sollte, weil er schiebt ja nicht irgendwas von sich, sondern er nimmt ja die Schuld auf sich. Also glaube ich, dass... Meinst du, er hat sich bei dem Elysium selbst gerichtet, dass er sterben wollte? Malcolm hat so etwas angedeutet, ja. Dass er es gesehen hätte. Okay. Dann muss er etwas sehr Grausames getan haben, wenn er mit der Schuld so nicht leben kann. Oder es war einfach. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Oder es war einfach alles zu viel. Vielleicht wird man auch irgendwann dem Unleben müde. Ich weiß nicht. Ich kann das noch schlecht einschätzen. Richtig. Es hängt eine gewisse Melancholie dran, wenn du siehst, wie Freunde aus den Jugendzeiten langsam altern, Familien gründen, Kinder kriegen und du selbst veränderst dich nicht. Aber ich glaube, das führt an dieser Stelle zu weit. Das ist nicht der Grund, weswegen wir hergekommen sind. Nein, da hast du recht. So, wie testen wir jetzt diese Barriere ohne uns selbst? Wie nannte man es doch so schön, ohne uns zu grillen? Ich schätze, um sie tatsächlich zu testen, müssen wir ein Stück weit ein bisschen Grillfeeling in Kauf nehmen. Mhm. Also ich habe Isaiahs Hand gesehen. Ich wäre sehr vorsichtig.
Warte mal, bevor wir da uns jetzt selber die Finger schmutzig machen. Ich habe eine Idee. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert, aber vielleicht kriege ich da was hin. Und bitte nicht erschrecken. Ist, wenn dir die Augen schon Angst machen, könnte das jetzt gruselig werden. Und ich würde gern mal die Arms of Ahriman probieren, um da durchzugriffen. So, das ist erstmal ein Rouse-Check. Ja. Schafft. So. Udo, bei Rouse-Check mit 10 Würfeln war doch bei Oblivion was ganz Fieses, ne? Ich glaube, das war, ja, da habe ich, ich glaube, da kriege ich einen Stain. Ja, dann Stain. Hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen dann auf mein weiteres Vorgehen oder ist das einfach nur mein... Gut. Okay. Geht schon wieder gut los. So, und dann Wits und Oblivion. Stain ist ein Makel in der Seele, der dazu führen kann, dass Vampire Menschlichkeit verlieren. Am Ende der Session müssen wir würfeln, ob Scarlet Menschlichkeit verliert. Mhm. So. Ups, da fehlt mir jetzt aber, glaube ich, was. Moment, das, Nee, nochmal ein Rouse wolltest du nicht würfeln, glaube ich. Nee. Das ist Geistesschärfe und... Ganz blöde Frage, wie kriege ich denn das jetzt hin? Weil hier steht Geistesschärfe und Oblivion, also Wits und Oblivion. Wie kann ich denn das... Ja, du kannst ja Oblivion anwählen im Charakterbogen. Mhm. Nicht. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Oh Gott. Jede Menge Würfel, aber nur 2 Erfolge. Okay. Es reicht ja theoretisch, wenn da eine sich materialisiert und ja. Da versucht durchzu. Ja, es steht so eine alte Straßenlampe irgendwie, die das Schild beleuchtet. Irgendwie, und Sam sieht wieder, wie die Augen von Scarlet wieder zuerst sich so ganz kleine schwarze Äderchen irgendwie durch den Augapfel wühlen, bis der Augapfel ganz schwarz geworden ist, dann fängt an, das Licht zu flackern und um euch herum wird es schlagartig dunkel, als das Licht dann irgendwie ausfällt. Sie steht halt mitten in der Wüste. Ein bisschen erleuchten normalerweise die Sterne noch das ganze Geschehen und die Restlichter von der Stadt. Aber es scheint Sam für einen Augenblick so zu sein, als ob alles an Lichtquelle verschwunden ist und um euch herum nur noch eine Schwärze existiert, die sich dann vor Scarlet verdichtet und verklumpt und die Form von einem Arm annimmt, der aus dem Boden herauswächst. Der versucht, sich nach oben zu schlängeln und sich ein bisschen über den Boden bewegt, euch mal an Scarlets rechter Seite, mal links um sie herumtänzelt und dann auch mal dir nahe kommt und dich versucht anzutasten. Davor würde sie dann zurückweichen. Nee, ich würde auch den Arm dann, sag ich mal, von ihr wieder weglotsen und dann geradezu auf diese Stadtgrenze. Ja, Sam sieht dann, wie dann Scarlet da steht, irgendwie mit den Armen wahrscheinlich irgendwie so ausgebreitet und dann wie wenn Marionettenspielerin, die den Arm irgendwie einfängt, zuerst von dir wegzieht und dann ihm ja anscheinend Befehle geben kann. Es ist so ein leichter Wind kommt auf und die Haare, die er eigentlich zusammengebunden hat, so ein bisschen ein paar Strähnen gehen nach draußen und fliegen ihr irgendwie wild ins Gesicht. Okay, das meinte Ronan mit Schattentante. Ja, und was machst du mit dem Tentakel? Ich möchte ihn so weit wie möglich jetzt raus über die Stadtgrenze schicken und warte, ob was passiert. Ja, wie weit kannst du die noch...
Generell, steht das da irgendwie bei, wie weit die von dir entfernt sein können? Also allgemein ist dieses Ding mit meinem Oblivion circa 6 Meter lang. Also könnte ich den auch einfach gerade so nach vorne schnörkeln. Ja, dann wird er 6 Meter nach vorne. Und dann ist er da. Ja. Passiert irgendwas? Eine Resonanz? Nein. Oh. Okay. Noch so wie austesten, noch mal so kurz nachpoken, so ungefähr ist da wirklich nichts. Und wenn sich dann weiterhin nichts tut, würde ich den wieder so verschwinden lassen. Ja, die Gänsehaut, die sich auf Sams Arm oder auf dem Nacken gebildet hat, geht dann irgendwann weg, als so mit einem Schlag das Licht wieder anfängt zu flackern. Irgendwie Scarlett sich so mit einem Schwung umdreht, die Augen immer noch schwarz und dann sofort wieder weich werden und im gleichen Augenblick der Tentakel einfach so im Boden zusammenbricht wie so ein Schattenschwall und das Licht der Sterne wieder sichtbar wird. Danke für die Vorwarnung. Holy. Ja, wir sind teilweise ganz schön gruselig. Unauffällig ist auch was anderes. Deswegen bin ich für gewöhnlich nicht oft draußen. Am Anfang, wo ich das noch nicht so ganz kontrollieren konnte, war das, ja. Und hast du irgendwas gemerkt? Nein, keine Reaktion, keine Resonanz, gar nichts. Dann bleibt wohl nur der Selbsttest. Gleichzeitig? Gleichzeitig. Wohlweislich, nur mit dem kleinen Finger von der linken Hand. Gut. Ich würde es dir gleich tun und dann so wahrscheinlich parallel so den Arm ausstrecken und dann so langsam. Ganz vorsichtig, gehen. Genau. Beide gehen langsam so nach vorne. Hoffentlich sieht uns niemand. In diesem Augenblick gibt es wieder ein kurzes Erdbeben und ihr müsst aufpassen, dass ihr euch fangen und halten könnt. Macht mal beide eine Probe auf Geschicklichkeit und Athletik. Jetzt ein Botsch gibt, glaube ich, eine Brandblase im Gesicht. Scarlett hat 3 Erfolge. Sam hat auch 3. Ja, da oben ist Sam, genau, der ist schneller geworden. Wir halten uns erfolgreich aneinander fest. Ja, gerade eben so, und kommt so ein leichter, irgendwie so ein leichter Panikschwall, als ihr so leicht nach vorne kippt, aber ihr könnt euch dann sofort wieder abfangen. Und die Fingerspitzen berühren die Stadtgrenze, wo sie unsichtbar vor euch ist, und ein unglaublicher Schmerz durchschießt euch beide und ihr könnt euch beide mal einen Schaden aufschreiben. Alles klar. Schwer heilbar. Autsch. Das Fleisch an, das untote Fleisch am Finger löst sich sofort ab und ja, nur noch der Knochen bleibt über. Jetzt würdet ihr in Zeitraffer verfaulen. Das ist ein unglaublicher Gestank. Okay. Okay, das geht unter Grillen, ja? Das. Autsch. Damit hat die Theorie dem nicht standgehalten. Trotzdem. Gut. Das muss etwas sehr Mächtiges sein, das sowas bewirken kann. Naja, siehst du. Ich meine, wenn du dein Unleben satt bist, du musst nicht auf den Sonnenaufgang warten, ne? Ich glaube, du musst aber auch erstmal den Mut aufbringen, da durchzugehen. Motorräder können sehr schnell werden. Tanklastzüge. Die sind aber nicht so schnell.
Ah. Schade. Irgendwie hatte ich dann doch nur gedacht, dass es ein schlechter Scherz ist. Ich hätte auch, ich weiß nicht, vielleicht etwas anderes erwartet. Womit hast du denn gerechnet? Ich weiß nicht sicher. Ich hatte mir da was eingebildet, aber es ist auch egal. In Ordnung. Ich glaube, du hast ein Date mit Ronan, oder? Ja, stimmt. Oh, da freue ich mich drauf. Ich habe so viele Fragen an ihn. Das könnte interessant werden. Ich habe noch nie jemanden getroffen, wo ein Geist wirklich dranhängt. Das wird, glaube ich, oh, das wird mega interessant. Vielleicht solltest du deinen Enthusiasmus ich kann es verstehen, aber vielleicht solltest du es nicht ganz so nach außen tragen, weil ich glaube, das stimmt, ja. Du hast recht. Empathie und so, ja. Weil ich glaube, er hatte halt gehofft, dass Kendra schon an einem besseren Ort ist. Und ich glaube, es verstört ihn zutiefst, dass er sie jetzt sieht und dass sie keinen Frieden gefunden hat. Oder es so wirkt für ihn, als hätte sie keinen Frieden gefunden. Stimmt, aus der Perspektive gesehen, hast du recht, ja. Ich werde versuchen, mitfühlend zu sein. Ja, dann sollten wir mal zur Bibliothek fahren, ne? Jawohl. Soll ich dich noch irgendwo absetzen? Ich meine, ich wäre ja neugierig. Magst du uns begleiten? Also. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich mal mitkommen und dann kann ja Ronan entscheiden, wann er mich rausschmeißen möchte. Machen wir so. Und dann geht's zum Auto. Ja. Was macht denn Bruce, wenn er fertig ist mit seinem Kistenschleppen? Ja, wie gesagt, ich würde mich aufmachen zum Pub. Zum Pub, ja, okay. Dann würde wieder natürlich die Kanalisation nehmen und natürlich gucken, dass Sandra mich nicht sieht dabei. Also irgendwo halt um die Ecke oder so, ne, in so eine Seitengasse da rein. Und dann, wie gesagt, zur Straßennamen Firebus Street, Ecke Marple Street gehen. Mhm. Wenn Bruce so durch die Kanalisation schleicht, kann er mal einen Wits Awareness Wurf machen. Das dachte ich mir doch schon. Awareness. Jo. Ein Erfolg. Dann biegst du um die nächste Ecke und stehst quasi direkt vor einer Gestalt, die du quasi reinrennst gerade, ohne die vorher groß bemerkt zu haben. Massive, große Gestalt. Okay. Maske über dem Gesicht. Ah, also ich kenne diese Person. Ja, der also. Dicke. Oh. Hi. Hi. Ich muss da durch. Wohin? Was interessiert dich das? Ich muss da durch. Wohin? Ich glaube, das brauchst du nicht wissen. Ich würde mich versuchen, an dem vorbeizudrängeln. Schieb dich so mit dem Arm nach vorne. Unglaubliche Kraft dahinter. Was hier geht's nicht das? Weiter. Gut, dann gehe ich an woanders lang. Würde ich umdrehen und anderen Weg nehmen. Dann so hinterherrufen, es gibt Sachen, die gehen dich nichts an. Dich auch nicht.
Das ist richtig, ich will auch nichts von dir wissen. Aber du willst meinen Weg benutzen. Ist das dein Weg? Mein Weg. Wo steht das? Muss nirgendwo stehen, jetzt weißt du es ja. Ja. Gut, dann würde ich einfach beim nächsten Mal rausgehen. Alles klar, Großer. Was gehört alles zu deinem Weg hier? Das alles und die Ecke und alles, was da noch drin ist. Der Weg hier. Cool. Jetzt gehen wir nicht auf die Eier. Dann ja, und dann würde ich dann irgendwann einfach von diesem Weg weggehen, irgendwie so einen kleinen Umweg laufen. Ja, okay, machst du einen kleinen Umweg und kommst dann irgendwie zum Pub. Ja, also ich würde dann natürlich jetzt also gucken, was macht der? Also das werde ich ja wahrscheinlich mal so hingucken. Ist der dann wieder weg? Ist weg, ja. Ja, ist egal. Ich würde dann wahrscheinlich auch vielleicht einen Block oder sowas vorher schon raus. Deckel wieder schließen. Mhm. Ja, und dann gehe ich zum Pub. Mich halt, also wir immer umgucken, aber ich werde ihn halt nicht sehen. Betrinken. Oder was war zuvor? Oh, das wäre so schön. Nee, ich würde erstmal reingehen und schauen, wer alles da ist, den ich kenne. Die üblichen Verdächtigen. Sehr gut, dann ist nämlich Ronald nicht da, das ist sehr gut. Ja, wie gesagt, ich komme mal erstmal rein und dann, ich kann keine Luft holen, aber ich mache so eine Geste. Oh, weil auch nur einen Moment und dann gehe ich direkt zur Bar. Würde allerdings erstmal schon, ob die alte Lady da ist. Weil Lady Putzen? Ist immer ja, klar. Unterhält sich gerade mit einer anderen älteren Dame. Ja, ich schleiche mich quasi an, dann warte ich so ein paar Sekunden hinter ihr und schau. Du hörst so Gesprächsfetzen wie so, bei mir sind echt komische, ist eine Sekte eingezogen über mir. Ganz merkwürdig. Die sind so, machen so merkwürdige Rituale. Kenn ich die Dame? Ja, das also ist eine von Knutsens Freundinnen, die beim British Club immer dabei sind. Cool, das klingt ja grauenvoll. Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Hi. Lust, dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Ja, leider. Ich hatte echt viel Stress um die Ohren, aber... Wie ein U-Boot! Ein U-Boot? Nein. Aber komm, jetzt lass ich erstmal drücken. Ich drücke sie und drücke... Boogie? Ach, ganz gut. Ich tipp so. Oh, Boogie. Die Tasche auf und die Karte raus. Hm? Nudeln, ja, ich würde dann auch erstmal die andere Freundin von ihr nochmal drücken. Die werde ich ja alle kennen, zwangsweise. Ich kenne die wahrscheinlich mit Namen und weiß. Ja, und dann gibt es so Küsschen links, Küsschen rechts. Ja. Der Geschmack der Verwesung in ihrem Mund. Das ist so ein alte Damenparfum. Ja. Oder Richter Mottenkugel. Ja, so schlimm nicht, aber sehr aufdringliches Ding, ja. Ich habe dich auch schon lange nicht mehr gesehen, aber erzählst du da Kult? Mhm. So Jugendliche oder was? Was machen die denn? Nee, so richtig jung sind die nicht. Also es fing ja alles an, dass ich die beiden Wohnungen über mir, dass die vermietet werden sollten. Ich sollte ja verwalten, das weißt du ja eine Weile schon, ne? Und ja, klar, da will ja nie einer reinziehen, weil die so... Ja, wir sind halt nicht in der besten Gegend. So. Ich, ja. So, aber dann zuerst ist so ein junger Mann eingezogen, der war eigentlich noch ganz nett, aber der, weiß ich nicht, der hängt immer nur vor dem Computer. Ach, Nerd, ja, gut. Ja, und dann hat er seine Freunde geholt und dann habe ich erst rausgefunden, was der eigentlich macht. Denn die anderen, die sehen mir echt aus wie so eine komische Sekte. Aber was jetzt für eine, also so Satanisten oder was machen die? Noch schlimmer, so ganz radikale Christen, glaube ich. Du meinst so Kreuzrittermäßig? So, oder wie meinst du das jetzt? Ich verstehe nicht, also radikale Christen. Nein, keine Ahnung, so fromme, weiß ich nicht. Die haben so komische Sachen. Ich will es gar nicht wissen, was die da oben alles machen. Die hocken da alle mit vier Mann in einem Zimmer rum und erzählen sich irgendwas aus ihrem komischen Buch und essen dabei Tacos und weiß nicht. Ich glaube, den einen haben sie gezwungen, Tacos zu essen. Warum? Er guckt sie so.
What? Also, Power-Christen-Sekte, die... Die sind voll komisch. Und nicht anders. Ich glaube, ich habe letzt welche gesehen, wie sie nach draußen gegangen sind und wild um sich geschossen haben. Und dann haben sie gesagt, das gehört zu ihrer Religionsausübung. Eine texanische Überchristensekte? Ich... Ja, gruselig, nicht wahr? What the fuck? Bruce macht sich natürlich ganz viele geistige Notizen. Aber das Gesicht passt trotzdem ganz gut zu dieses... Was zum... Okay, und die sind... Ich weiß auch nicht, wie ich die wieder loswerden soll. Also es ist mir echt unangenehm, wenn die über mir wohnen. Du, hast du dich mal an Ronald gewindelt? Also, das klingt ja schon... Also gerade wenn ich hier rumballern. Ich meine, klar, wir sind in Texas, aber so hier in der Innenstadt auf offener Straße, das ist halt... Ja, das ist echt abgefuckt. Aber ganz ehrlich, bleib dann lieber zu Hause. Nachher drehen die komplett durch und, keine Ahnung, ballern dir die Tür weg oder so. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen das nicht nochmal machen. Und wenn doch, hole ich den Sheriff. Meine Rede. Ja, gut. Also, weiß ich nicht. Zumindest haben sie meine Plätzchen gut gefunden. Oh, die Special-Plätzchen. Nein? Oh. Weiß doch nicht, wie die drauf sind. Einfach pfeifen die uns. Stimmt, weil bei so Ultra-Christen ist das echt schwierig vielleicht. Ja. Da wusste ich zwar noch nicht, dass sie solche sind, aber... Die sahen eigentlich so nett aus, bis sie angefangen haben mit diesen Ritualen, mit dem Tacos. Also haben die Tacos für die Rituale benutzt? Ich weiß es ja nicht. Sie haben mich nicht lauschen lassen. Ich würde mal auf ihr Glas gucken, wenn sie eins hat. Oder stehen schon mehrere leere Gläser auf dem Tresen? Ja, aber noch zu wenig. Und das ist vor allen Dingen sehr klein, so Eierlikörbündchen. Du bist dir da absolut sicher. Also jetzt ohne Scheiß. Also das plus. Wenn es um mein Haus geht, ja, bin ich mir ultra sicher. Ich weiß. Ist das auch die mit dem Hund, der mich gebissen hat damals? Nee. Das ist noch andere, okay. Okay. Ey, was ist mit dieser Stadt los? Hat das ja auch mitbekommen mit diesen Erdbeben und so, ne? Meinst du, das hängt zusammen? Nein, das will ich nicht sagen, aber wie wird das ja alles verrückter? Also, kann sein, weiß ich nicht. Das ist eine Selbstmordsekte, deswegen auch der wilde Herumgeschieße, da üben die mit. Du meinst, wie die sich... Nein. Oh Gott. Oh, was erzählst du mir? Eines Tages findet man sie alle tot irgendwo in meinem Haus und ich krieg die Zimmer nie wieder vermietet. Ich... Was soll ich dir dazu sagen? Ich habe keine Ahnung von so Sekten. Mir ging das immer am Arsch vorbei. Aber, vielleicht kannst du mal gucken gehen oder so. Ja, ich hab gerade echt andere Sachen zu tun, aber du, es freut mich, dass wir wieder reden konnten. Ich habe dich auch wirklich so lange nicht mehr gesehen. Ja, zum Wünschabend kommst du ja nicht. Ja, das ist richtig. Wenn die wieder den Hund mitbringt, dann... Da bleibt meine Hose und mein Bein nicht ganz. Das war das letzte Mal eher unschön. Also, es macht Spaß mit euch, keine Frage, aber das hat echt genervt. Also, ich muss mir das halbe Bein abbinden. Das, naja. Aber, du, ich lege jetzt so eine Hand auf die Schulter, halt die Ohren steif, okay? Und wie gesagt, mach echt die Tür zu. Vielleicht kannst du ja Ronald fragen, vielleicht kriegst du da bei dem günstiger irgendwie über Kontakte so eine Tür für Sperrung. Keine Ahnung. Also, wenn die Dinge aufballern können, dann puh. Weißt du? Ja, hoffentlich schießen die mir meine Wohnungstür nicht auf. Ah, ja. Ja, schreckliche Leute, die das machen. Schaust du auf den Boden. Gut. Ich gehe noch kurz zu Karl. Komm. Karl? Ich gehe zum Barkeeper. U-Boot! Hi. Mach doch nochmal einen für ein U-Boot bereit. Oder ein Eierlikör. Eierlikör. Erstmal nochmal. Und ich, Karl, ich muss mit dir über was reden. Was gibt's denn diesmal? Habt ihr Schluss oder was?
Nee, nein, aber wir wollen eigentlich einen Ausflug machen und so, da nicht weit weg, aber naja, ich bin, wie soll ich das sagen, guck so ein bisschen rum, irgendwie ist Scheiße hier passiert und ich meine, das hat einen Grund, dass ich nicht her bin, ich habe ein paar Probleme, ich will ich dir dann nicht zu viel erzählen, du weißt ja, ich habe das öfter mal. Aber also wenn es um deinen Deckel geht, wir können das auch noch einen Monat schieben. Nein, den bezahle ich irgendwann wirklich. Also wirklich, also ich mache das. Ich habe vielleicht einen Monat später. Aber ich mache das wirklich. Nein, es gibt was anderes. Dann würde ich ihn so nah ranwinken. Irgendwer ist in meine Bude eingebrochen. Und komm her. Die haben irgendwas gesucht. Vielleicht haben die auch mich gesucht. Ich weiß nicht, was. Also, ich habe wirklich nichts gemacht, aber das ist aufgeschossen worden. So ein Loch. Hast du dich mit der Mafia angelegt oder was? Nein, ich mach dort nichts. Wirklich nicht. Ich weiß doch auch nicht, was hier los ist. Und irgendwas musst du ja gemacht haben, wenn die deine Tür aufballern. Frag mich doch nicht. Ich würde es auch gerne wissen, dann können wir das klären, aber. Oder will ich das klären, aber es ging einfach nur darum, wenn jemand noch nach mir sucht, dann, ja. Ich meine, ich war ja sowieso schon längere Zeit nicht mehr hier, dann sag auch das, dass ich eine längere Zeit nicht mehr da war. Ich habe keinen Bock auf Ärger und so. Ich werde auch nochmal mit Ronald darüber reden, weil das kann ich angehen. Also wirklich, da wurde alles umgeräumt, Sofa lag auf quer, die haben den Fernseher umgeschmissen und mit Katzenfutter beworfen. Also entweder waren das irgendwelche Anarcho-Ärsche, aber ich meine, ich war mir das Risiko bewusst. Das ist ja nur mal die Gang-Gegend da, aber das ist alles so abgefuckt gerade. Ich werde zur Polizei, weiß, du, ist okay. Ja, ich weiß. Werde ich auch machen, aber ich wollte muss ich dir gehen. Du hast sowieso schon viele bei mir, gut, dann. Aber wenn so eine komische Fritte hier kommt, so ein Halbstarker und meint, hast du den Bruce gesehen, frage ich, wem? Genau, generell, wenn irgendwer kommt und fragt, dann, ich war den letzten Monat nicht hier. Ich meine, stimmt mal, Alter, ich hab so viel. Wer war nicht hier? Danke, Mann. Ich würde ihm so die Hand reichen. Ja, schlägt ein. Dann drücke ich nochmal ein bisschen. Komm, dann mach ich mir nochmal einen Whisky wie früher. Ihr versteht. Den bezahle ich auch jetzt. Muss nicht alles auf. Der geht aufs Haus. Danke, Mann. Wenn du trinken willst, raus. Test. Muss ja nicht. Ich hab ja Wasser trinken, okay, na gut. Haben wir diesen tollen Vorteil. Trinken. Auf alte Zeiten. Yep. Die Damen, ich drehe mich zu den beiden Ladies um. Runde Billard? Oh, ich. Eigentlich muss ich. Ach. Moment. Eine kleine. Okay. Ja, dann. Du stehst an. Nun gut. Ja, und dann wird losgebilliardet. Willst du noch was Spezielles noch machen in der Bar, oder? Ansonsten, ja, wenn wir dann fertig sind, würde ich nochmal zur alten Lady gehen. Kommst du noch einmal kurz? Ich muss jetzt eigentlich los, aber. Ich hab's vorhin mit Karl gequatscht und so. Ich wollte einfach nur sagen, auch wenn wir schon länger nicht gesehen haben, mir geht's soweit gut. Mit ihr läuft's alles super. Es tut mir leid, dass ich mich länger nicht gemeldet habe. Wie geht's denn dem jungen Mädchen mit den komischen Haaren? Ich mach nur so. Zwinker ihr zu. Alles gut. Alles gut. Ja, ist
Okay, ich will es nicht wissen. Nein, nicht so. Ich meine, generell. Wir hängen viel miteinander rum. Ja, würdest du nur sagen. Und deine Freundin lässt das mit sich machen. Lässt was mit sich machen? Ja, dass sie rumhängen. Mit den Bunden. Ach so, die mit den Lieder. Ich dachte, du meinst meine. Ach so. Ach, mit deiner Mitbewohnerin. Du musst dich vernünftig ausdrücken. Habe ich schon länger nicht gesehen. Leider. Keine Ahnung. Wir wohnen nicht mehr bei dir. Habe ich nur mitbekommen, aber. Die war nett. Nicht. Ja, auf jeden Fall. Wobei du ein bisschen viel gekifft hast, als sie da war. Ich erinnere mich nur an das eine. Ja, du. Ja. Hm. Ja. Ich hoffe, damit ist auch wieder alles gut. Nur die Menge, die dir verschrieben wurde. Alles gut. Wenn ich was über sie rauskriege, dann melde ich mich bei dir, okay? Aber ich habe leider nichts von dir gehört. Okay. Mach's gut und pass auf dich auf. Drück sie dann noch mal innig. Gut, Boogie, wir müssen los. Mach mir keine Schande. Nein, ich gebe mein Bestes. Schwöre ich. Ja, und dann würde ich Boogie holen. Dann, ja. Und wieder gehen. Ja, und wir schwenken noch mal zurück in die Bibliothek. Also heißt zurück, da waren wir heute noch nicht. Und die beiden Damen treffen sich dort mit Ronan. Mit der Hand so unter den Arm geklemmt. Beide, ja. Das ist total unauffällig. Ja, ich versteck die Hand vor Ronan. Also ja. Ronan lungert vor der Bibliothek rum und man sieht quasi, wie da schon so ein kleiner Zigarettenhaufen liegt, als er so auf dem Gehweg sitzt, quasi wie so ein Obdachloser. Schönen guten Abend, Sheriff. Mal von die Dinger in den Müll schmeißen, hast du auch noch nichts gehört, oder? Ich wusste ja nicht, wann ihr kommt. Das wissen Männer nie. Oh Gott. Habt ihr irgendwas angestellt, oder? Nein, kommst du darauf? Sheriff-Instinkt. Ah ja. Wollen wir reingehen? Gut, dann erzähl's mir halt nicht. Achso, Sheriff. Oh Gott. Kannst du das bitte in den Müll tun? Sag's doch. Klar. Ist ja ein freies Land. Nee, eigentlich nicht. Ja, ist ja auch egal. So. Vorbildfunktion. Entschuldigung, bin ja ihre. Also, ich finde das ist irgendwie, dass Ronan sie nur in die Hosentasche steckt oder so. Nur ja, so den Schwall und. Dankeschön. Na dann. Und Scarlett geht vor. Führ uns in dein Reich. Ja. Und bitte mach Licht an. Ich habe Angst im Dunkeln. Ich zwinkere dir mal kurz zu. Ich würde ihn mal so knuffen irgendwie. Nee, und dann würde ich mal sagen, wir steuern zielsicher den Altbau an. Laufen also quasi an dem Neubau vorbei. Ja. Tür, ich weiß gar nicht, die müsste offen sein. Also von daher war ja der gute Herr Stoker, sollte ja auch zu Hause sein. Yep. Und Tür auf. Und ihr seht dann halt so eine richtig schöne alte Bibliothek mit schweren, dunklen Holzregalen, gefüllt mit Büchern. Ganz, ganz vielen Büchern. Ach ja, Rauchen verboten. Sowas habe ich bisher nur im Fernsehen gesehen. Wow. Abgefahren. In sowas war ich erst bei meinem Studium.
Ja, es ist eine recht angenehme Atmosphäre. Ich mag den Ort. Ah, der ist heimlich. Nett, dass du, Fossil, dich da drin wohlfühlst. Vorsicht vorne an. Sonst gibt es eine offizielle Rüge. Ich weiß nicht, ob du damit durchkommen würdest. Ihr seht dann auch so, in dieser Mitte hat man halt diese obligatorischen Tische auch aufgebaut, auch recht alt gehalten mit den Stühlen da drumherum, wo man sich halt auch ansetzen kann, um halt in den Büchern zu lesen, die man sich rausgesucht hat. Ich weiß ja nicht, was ihr gemacht habt, aber ich habe das Gefühl, ich muss sehr intensiv duschen. Klar. Ab in den Keller, dort ist mein Badezimmer, wenn du brauchst. Zumindest Hände waschen wäre, glaube ich, nach deiner Aktion eben draußen angebracht. Ich war bei Veronica. Oh. Nachdem du dich das letzte Mal mit Händen und Füßen noch gegen die Idee gewehrt hast? Ja, weißt du, kennst du den Film Die Verurteilten? Ja. Yep. Der Scheiße-Kanal, das bin ich. Dann ist das mit dem Duschen eine tolle Idee. Neben dem, dass ich versucht habe, den Namen deines Erzeugers reinzuwaschen. Oh, danke. Habe ich jetzt vermutlich einen Krieg ausgelöst zwischen Veronica und Frank? Noch einen. Sie möchte Beweise haben, aber ich habe die Saat des Zweifels gesät. Und also Veronica hält sich für unantastbar, was ihren Geist und sowas anbelangt. Ja. Tja, Hochmut kommt vor dem Fall. Und ich habe sie danach befragt, nach der riesigen Käseglocke. Und? Ja, es könnte ein Trimer-Ritual sein. Aber wenn, weiß sie nicht wie, wo und überhaupt. Und also, sie meinte, also ich meinte vielmehr, also ein Ritual dieser Größe über eine ganze Stadt, da hätte schon der Rat der Fünf das machen müssen. Wo sie dann nur schmunzelnd meinte, woher ich denn die Gewissheit nehme, dass sie das nicht genau getan haben. Was ist der Rat der Fünf? Also so für die, die jetzt nicht so irgendwie so tief in dieser ganzen... Guckt nach links, guckt nach rechts, guckt nach oben, guckt nach unten. Der Rat der Fünf ist der innerste Zirkel des Clans Tremere, also unsere Methusalems. Die wohl nicht mehr leben. Also nicht mehr unleben seit der Zerstörung der Chantry in Wien. Aber die wären zusammen mächtig genug gewesen, das zu machen. Vielleicht haben sie das gemacht, bevor diese Zerstörung... Das hat sie nicht gesagt, nur sie hat quasi mich dementiert und sie hat zugestimmt, dass diese Stadt für Okkultisten schon immer sehr interessant war. Und das muss ich bloß noch erzählen, Anna sollte nicht ausgewählt werden für die zweite Inquisition. Okay. Sie wollten das halt losen, damit es, also nach außen hin wollten sie es losen, aber lange Rede, kurzer Sinn, Amanda sollte geopfert werden. Und am Tag der Losung war sie nicht zu finden. Welch ein Zufall. Und weil sie nicht da war, wurde es Anna. Ugh.
Übrigens, Veronica hält das noch immer für eine geniale Idee, ein Deal mit der zweiten Inquisition zu machen, weil die uns sonst platt machen in dieser Stadt, weil wir nicht raus können. Sie haben nie versucht, diese Kuppel, whatever, zu zerstören oder darüber mehr herauszufinden, eben weil es ein Gefängnis darstellt? Naja, theoretisch gibt es noch einen Tremere, der was drüber wissen könnte, aber der wird nicht gefragt. Weil er nicht die Wahrheit sagen würde, vermutlich. Mister, ich komme aus Europa und handle mit Sand. Und sie wollte Andrew tatsächlich nicht weiter helfen, weil sie die Studien für gefährlich hielt. Da zieht sich ein Muster durch. Ja, ich habe dann mal angedeutet, mit wem man noch zusammengearbeitet hat, und das hat sie hellhörig werden lassen. Aber wir haben noch ein ganz anderes Problem. Ich habe eine Frau getroffen bei Veronica. Sarah G. Vermutlich eine Kaltiff. Vermutlich. Auf jeden Fall kennt sie sich so mit den Anarchen aus und kann da wohl irgendwie auch abhängen und so. Und scheinbar gibt sie da gelegentlich mal Informationen oder sowas. Also, vielleicht so eine Informationshändlerin, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde sie sich mit Veronica nicht einig. Aber sind ein paar Dinge passiert, als ich untergetaucht bin, die Joe dann geregelt hat. Die Anarchen erschaffen reihenweise Kaniten. Und zwar nicht irgendwelche. Es kam zu Angriffen an einer Highschool durch Teenager, die ihre Schulkameraden angefallen haben. Tagsüber. Ach du Schande. Sie schaffen reihenweise Dünnblütige. Sie stellen eine Armee auf, die bei Tag angreifen kann. Ach du Schande. Dann haben wir das Motiv. Und Veronica gab mir zwei Namen, die auch auf der Liste von schwierigen Teenagern standen, wo ich überprüfen soll, ob die schon verwandelt sind oder sich bald verwandeln. Und ich soll mich dann darum kümmern, dass das nicht passiert. Und der offizielle Leitsatz, den Sabra weiterhin verlautbaren lässt, ist, jeder Dünnblütige ist auszulöschen. Und da der Auftrag nicht überraschend. Und da der Auftrag jetzt an mich delegiert worden ist und ich nicht weiß, wie offiziell Veronica das machen wird, muss ich jetzt möglicherweise zwei Teenager verschwinden lassen. Theoretisch doch aber nur, wenn sie sich verwandeln, oder? Die Gefahr muss gebannt werden. Nun, wie lange würde es dauern, bis sie sich verwandeln? Weil wir könnten sie ja so lang in Obhut nehmen. Wenn sie sich nicht verwandeln, haben sie Vampire gesehen. Dann kann man ihnen immer noch das Gedächtnis löschen. Das Ding ist, die Verwandlung setzt ein, wenn sie selber Dünnblütige sind, habe ich keine Ahnung, wie das vonstatten geht. Ob das genauso geht wie bei uns, ich weiß es nicht. Ich weiß, normalerweise ist so, man trinkt fast bis auf den letzten Tropfen, fragt dann sowas wie, willst du noch leben? Dann gibt es Blut in den Hals und dann findet die Verwandlung statt. Die dann allerdings ziemlich schnell passiert, aber sich recht lange hinziehen kann, kommt drauf an. Bei den Nosferatu länger als bei anderen, weil die doch, aber egal. Werden sie Dünnblütige? Kann alles sein. Und dann weiß ich noch nicht mal, ob ich sie aufspüren kann.
oder erkennen kann, dass sie Dünnblütige sind. Müssen sie aber nicht früher oder später zufällig auf gewisse Kräfte zurückgreifen? Das heißt, wenn wir sie tatsächlich in den Keller vom Club bringen würden und da ein Auge auf sie Ja, die Frage ist, das sind Teenager, die wahrscheinlich noch bei ihren Eltern wohnen, ne? Auch die kann man da rauslocken. Ja, nur je mehr Menschen du da hast, desto schwieriger wird es. Ich meine, ich kann theoretisch als Polizist auftreten. Ich würde es gar nicht so. Ich würde vielleicht tatsächlich versuchen, sie irgendwie rauszulocken und sie dann einfach verschwinden lassen erstmal. Man kann dann immer noch eine Geschichte streuen, dass sie. Teenager laufen noch mal von zu Hause weg. Naja, es handelt sich um einen Quarterback mit seiner Freundin. Ja, wunderbar. Dann sind sie gemeinsam weggelaufen. Das Ding ist einfach. Er hat sie geschwängert und sie wussten, dass sie Ärger bekommen würden und deshalb sind sie zusammen durchgebrannt. Ja. Wir müssen uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Wenn sie nicht verwandelt sind, haben sie aber andere Vampire gesehen. Und zum Teil ihre Mitschüler. Dann kann man immer noch ihnen die Erinnerung daran nehmen und sie mit Bustickets und ein bisschen Geld ausgestattet irgendwo hinschicken. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich genau weiß, wie Joe dafür gesorgt hat, dass sie nicht wieder auftauchen. Und ganz das heißt, wenn die beiden sich nicht verwandeln sollten, könnten wir ihnen dieses Schicksal ersparen. Wenn sie verwandelt sind, müssen wir eine Sache verhindern, und zwar, dass sie komplett in Raserei gehen. Also, nochmal. Weil wenn der Blutdurst nicht gestillt wird, wird er schlimmer. Das ist bei allen gleich, auch bei Dünnblütigen. Wenn sie sich verwandeln, müssen wir sie loswerden. Ja, ich weiß. Mir behagt es aber nicht, Teenager abzuboxen. Du musst deine Hände da nicht mit drin haben, wenn du nicht möchtest. Weißt du, Sam, der die Knarre an den Schädel setzt und abdrückt, ist genauso schuldig wie der den Befehl dazu gibt. Das macht keinen Unterschied. Nun, der Befehl kam ja wohl vom Prinzen, oder? Auf der anderen Seite. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Vampirpopulation in dieser Stadt erhöht. Hat sie sehr eindeutig zu dir gesagt. Also. Und wenn ich es nicht mache, macht es Joe und ich bin meinen Posten irgendwann los. Deshalb machst offiziell du es, aber du musst deine Hände nicht damit reinstecken. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns die beiden mal an. Gutes Schlusswort für heute, würde ich sagen. Können wir die nächste Folge das Teen-Problem nennen oder so? Noch mehr Gespräche, ja. Ja, cool. Ich fand die Session heute wieder sehr ergiebig. Oh Gott. Bruce war ein bisschen gebeutelt, aber naja. Wie immer. Ich warte übrigens immer noch darauf, dass irgendjemand mal einen Zusammenschnitt von allen Malen, bitte, wie Bruce Scheiße mal sagt. Internet, make it happen. Ich brauche nur noch irgendwie 120 oder so Abonnenten fürs 2000 Abonnenten-Special. Das wäre es doch mal. Scheiße. Auch nur so um die etwas über 100 Stunden Material, die man sichten musste. Also. Ja, das geht ja noch. Ja, Samuel Jackson wär stolz auf mich, ey. So. Naja, vielleicht. Gut. Ja, wir machen nachher noch einen Afterstream, wo wir einige Sachen zur heutigen Session noch bereden können. Und auch Scarlets Stain auswürfeln können. Oh, danke schön fürs Koala-Kraulen. Ja, wenn ihr uns auf Patreon unterstützen wollt, gerne. Ich blende den Link nochmal ein. Alles kann, nichts muss. Wenn euch das interessiert, sowas wie Aftershow-Talks, wo wir noch ein bisschen über die Folge quatschen, dann ist das genau eure Sache. Und außerdem gibt es für Blood and Sand, also für unsere Vampire-Sandbox hier,
auch jeden Monat einen, ja, mal mehr, mal weniger großen Kurzgeschichtenartikel schön aufbereitet, den ihr euch dann downloaden könnt, damit ihr noch ein bisschen Hintergrundgeplänkel mitbekommt, was die Charaktere angeht. Wobei langsam kommen wir an den Punkt, wo es ein bisschen wenig wird von den Storys. Aber ich habe heute wieder eine angefangen mit jemandem. Ich schätze mal, wir haben auch wieder Stoff für neue Storys. Ja. Genau, und ja, also falls euch das interessiert, guckt da auch mal vorbei. Oder ihr schaut auch mal auf die Koala-Homepage, die ist auch immer einen Blick wert. Da gibt es auch Fanarts zu der Hunter-Runde übrigens. Fand ich sehr, sehr cool. Da hat jemand Fanart gemacht. Wir haben immer noch keinen Vampire-Fanart. Dezenter Hinweis. Das letzte Mal hat es gewirkt, als ich gesagt habe, wir haben noch keinen Fanart. Da haben wir auf einmal eins gekriegt, deswegen. Ich fand's sehr cool. Ja, und falls ihr nicht genug kriegen könnt vom Rollenspiel und ja, auch von der Sandbox von Blood and Sand, morgen geht's mit der Hunter-Runde weiter. Da könnt ihr um 20 Uhr wieder einschalten. Dann kommen die Hunter wieder zum Tragen und schauen mal, ob sie Bruce Herr werden können. oder Anna oder anderen. Mal schauen. Und ansonsten schaut ihr auf dem Nordpol vorbei, über der Feramin ist die ganze Zeit die Adresse eingeblendet. Da könnt ihr euch jeden Tag, heute waren extrem viele, ich glaube heute waren 3, 6, 8, ich glaube 10 Streams heute oder so. Bin mir gerade nicht sicher, aber es müssten so um die 10 gewesen sein, die heute stattgefunden haben. Also da findet ihr jede Menge Rollenspielzeug. Und ja, wenn euch das interessiert, einfach auf dem Nordpol mal vorbeigucken oder auch auf dem Discord vom Nordpol vorbeigucken. Oder auf meinem Discord könnt ihr auch mal vorbeigucken. Hier, das habe ich ganz lange mal nicht da. Koali-Discord gibt's auch. Da reden wir über Essen und Dinge. Meistens über Essen und ja. Katzenbilder gibt's da nicht. Das ist schon mal ein Internet-Katzenbilder-freier Bereich. Aber ich glaube, Rerion hat irgendwann mal ein Hundebild gepostet. Das geht. Braucht sich keine mehr Katzenbilder zu posten, weil sonst Sanktionen angedroht werden. Die kann man ja woanders posten. Ja, und gut, wenn ihr ja, auf dem Nordpol auch nicht fündig werdet und direkt wissen wollt, wann es weitergeht mit irgendwas mit Rerion, dann sagt ihr euch das jetzt. Was für eine kreuzgeniale Überleitung das war. Und zwar geht es am Dienstag weiter auf meinem Kanal mit den transsylvanischen Chroniken, sage ich schon. Ich bin ganz schön durcheinander. Call of Cthulhu geht's weiter. So, Horror im Orient Express. Meine Güte. Auch Horror, aber nicht in der World of Darkness. Ja, eine einzigartige Cthulhu-Kampagne mit lustigen Spielerinnen und Spielern. Ja. Ein Einschalten auf jeden Fall wert. Guckt da rein, gefälligst. So. Bei Kakko gibt's weiter irgendwas? Bestimmt auch nichts Cthulhuides und auf jeden Fall nicht DSA, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist auch absolut richtig. Dem bleibe ich auch noch treu. Bislang. Am 22.04. geht es weiter mit unserer Savage Worlds Kampagne Die Ripperbrut. Das ist ja von einem von Ratch leicht konvertierte Kampagne, die eigentlich aus dem Rippers Buch kommt, wir aber jetzt in die Moderne gebracht haben. Da sind wir auch noch im Jahr 2019, genauso wie hier, in London und wir spielen Nachfahren von Jack the Ripper, der es irgendwie geschafft hat, die ganze Zeit zu überleben auf ja, ziemlich unschöne Art und Weise. Und ja, nach seinem Tod haben wir eine versteckte Nachricht von ihm erhalten, auch nach seinem Tod, dass jetzt überall seine Kinder quasi wahnsinnig werden und die Welt terrorisieren. Das versuchen wir zu verhindern, hoffentlich. Und haben uns dafür nämlich neue Leute Unterstützung geholt, in Form von Tava und dem guten Sligon. Da freue ich mich da schon sehr drauf, weil da kam uns lange nichts mehr. Ja, cool. Und wann gibt es was Neues von Mondi? Das wäre dann Rerions Dark Age Runde am 27. April. Ja. Wupp, wupp. Und Mondi hat auch einen eigenen Kanal, aber da ist momentan, weil sie jetzt immer so viel hier spielen muss und beim Rerion nicht mehr so viel zu sehen.
Gut. Wann gibt's was Neues von Feramin? Ich leiste Mondi am 27. Gesellschaft bei Rerion in Dark Ages. Na dann. Alles ein Klüngel hier. Und ich habe Gerüchte sagen hören, dass Kako durchaus schon DSA mitspielt. Ja, yeah, das ist auch richtig. Aber auf meinem Kanal wird es das nicht geben. Was denn? Kann es bitte jemand dokumentieren, dass wir das dann nochmal zur Sprache bringen können, falls es doch irgendwie soweit sein sollte? Ich bemalt halt DSA-Minis. Ach was. Schon ja, gut. Dann bedanke ich mich bei euch da draußen, dass ihr zugeguckt habt. Vor allen Dingen bei den vielen, vielen Leuten, die so schön kommentiert haben. Es ist immer eine Wonne, jetzt auch genau von euch belehrt zu werden, was Wiedergänger sind. Natürlich, ja, ich kannte den Begriff tatsächlich gar nicht. Aber jetzt weiß ich, was ihr damit meint. Und macht ja auch Sinn, dass ihr danach fragt. Und ja, ja, wenn ihr sonst noch irgendwie Anregungen habt zu dem Stream oder Fragen oder so, gerne unten rein in die Kommentare, wenn ihr das auf YouTube nachschaut. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jedes freundliche Wort, auch über konstruktive Kritik, wenn ihr welche habt. Ansonsten auch über ein Däumchen. So muss man ja immer dazu sagen, sonst wirkt's ja nicht. Und Glockending und so, bla, bla. Und ja. Und ihr wisst, wie das funktioniert. Und genau. Ich reiche jeden Kommentar weiter an meine Spielerinnen und Spieler. Die freuen sich immer einen Ast ab, wenn einer kommt. Und das heißt, wenn ihr kommentiert, dann seid sicher, dass ihr jemanden ein Lächeln auf das Gesicht zaubert. Deswegen, wenn ihr das vorhabt die letzten Tage, dann macht das doch auch. Genau. Gut, genug der Eigenwerbung. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, den Segen der Nacht da draußen. Danke auch meinen Mitspielern fürs Mitspielen und wir sehen uns jetzt gleich beim Afterstream und bis zum nächsten Mal in hoffentlich 2 Wochen. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.